Dann restarte. Das ist schon seit Tagen so, Leute, dass wenn die Leute reinkommen, dass man die Leute nicht mehr hört oder die Leute mich nicht hören, das ist voll komisch irgendwie. Sehr, sehr komisch. Salami Bacon, meine Lieben. Umbi, mein lieber Bruder, wie geht's dir? Ist ganz komisch. Vielleicht muss ich auch kurz aus der App und dann wieder rein. So, dann sollte es eigentlich gehen, dann sollte es eigentlich gar keine Probleme darstellen. So, ganz kurz, bumm. So. Faith and Grace, mein Bruder. Faith and Grace ist angekommen. Hörst du mich, Menzer? Jetzt höre ich dich, Bruder, ja, Mann. Okay, super. Voll komisch. Also seit Tagen hat man das Problem mit TikTok irgendwie, dass das so ist, ne? Übrigens. Ich habe gerade die App komplett verlassen, geschlossen und dann bin ich wieder reingekommen. Jetzt Ja, läuft manchmal das. muss man das irgendwie machen. Manchmal muss man das irgendwie machen. Keine Ahnung warum. Ja, genau, Menzer. Wir sprechen über das Evangelium Jesu Christi. Und dann wollte ich über Kinderehe sprechen in der Bibel. Ja, und ich will ein Vers rausholen, wo ganz klar sagt, ob wir mit Kinder, du weißt schon, oder nicht, was die Bibel diesbezüglich auch sagt. Und dann würde ich das auch mit dem Islam vergleichen, was der Islam bezüglich zwecks Menstruation, ob es erlaubt ist im Islam mit, du weißt schon, mit kleinen Kindern beispielsweise, du weißt schon, ne? Und mit der Bibel will ich das noch bekräftigen, dass die Bibel uns sowas nicht erlaubt. Da werde ich auch noch mal diesen Vers rausholen, um es klar zu machen, dass wir Christen keine kleinen Kinder anfassen dürfen. Ja? Richtig, richtig. Genau. Ja, Mann, ich wollte schon mal sagen, ich kann bis halb, ja, also bis nach Sonnenschwinden kann ich, Bruder. Was? Und 20 halbe Stunden? Ja, ist kein Problem, Bruder. ja, Ist Mann, da muss ich okay. schlafen gehen, Alter. Aber ja, Mann, let's go. Ja, ist kein Problem. Also, wenn du loslegen willst, Bruder Herz, dann mache ich dich sogar auch groß und kannst du reden, weil so lange hole ich die Quellen raus, dann passt das. Okay. Yeah, meine Lieben, was geht? Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ja, wir sind hier, um das Evangelium zu teilen. Ja, das Evangelium vom Reich Gottes. Ja, das bedeutet eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft über das Reich Gottes. Ja, und die Bibel sagt, du bist nur ein Teil vom Gottesreich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Ja, weil diejenigen, die Jesus aufnehmen, sie werden Kinder Gottes heißen. Und diese Kinder Gottes haben dann Zugang zum Reich Gottes. Ja. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, ich glaube Vers 8, ich bin unsicher, aber auf jeden Fall Vers 8 oder 11, eins davon, da heißt es, gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Ja. Und dann sagt er, die gesegnet sind die Armen im Geist, denn sie werden das Reich Gottes erben. Ja, er sagt, wir sind gesegnet, wenn wir das Reich Gottes erben. Leute, ich will nichts anderes als das Reich Gottes zu erben. Ja, ich will kein Paradies mit Huris und schwellenden Brüsten erben. Auf keinen Fall, sondern ich will Gottes Reich erben. Ich will in die Präsenz Gottes. Ja, die Ewigkeit verbringen. Ich will meinen Gott anbeten. Ich will meinen Gott sehen. Ja, genau. Er sagt sogar in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, ja, gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Gott sehen. Sie werden Gott schauen. Ja, das ist das, was wir brauchen. Okay? Aber wie kann man ein Kind Gottes werden? Wie kann man überhaupt gerettet werden? Du kannst nichts dafür tun. Also Gott verlangt von dir kein Geld. Gott verlangt von dir kein es gibt, du musst nichts dafür tun. Alles, was du tun musst, ist, dass du glaubst. Ja, dass du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist. Ja, dass du glaubst, dass Jesus dein Herr und dein Retter ist. Und dass du erkennst, ja, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist. Und dass du erkennst, dass du einen Erlöser brauchst. Ja, das ist Christentum. Christentum beginnt mit Demut. Also wir glauben nicht, dass wir in der Lage sind, mit unseren Taten Gott zu gefallen. Ja, weil wir sind nun mal Menschen, wir sind Sünder. Richtig. Okay, wir sind komplett auf Gott angewiesen. Ja, Gott ist unser Erlöser. Gott ist derjenige, der versorgt. Es gibt
im 1. Mose Kapitel 22 eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar, Gott hat Abraham aufgefordert, seinen Sohn zu opfern. Ja, das war eine Prüfung. Okay. Und Abraham war wirklich bereit. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Warum? Weil er wusste, dass Gott ihm etwas versprochen hat. Er wusste, Gott ist kein Lügner. Er wusste, Gott ist treu. Und er war bereit, seinen Sohn zu opfern, weil er wusste, selbst wenn er seinen Sohn umbringt, Gott ist in der Lage, seinen Sohn wieder zum Leben zurückzubringen. Okay? Und die Bibel sagt, kurz bevor er seinen Sohn getötet hat, hat Gott ihn davon abgehalten. Ja, er meinte, okay, stopp. Ja, ich habe gesehen, dass du dass du bereit bist, deinen Sohn für mich zu opfern. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat ihm ein Tier, ein Schlachtopfer gegeben. Er meinte, guck mal, bring nicht deinen Sohn um, sondern hier ist ein Tier, ihn kannst du umbringen. Okay? Und ab da hat Abraham diesen Ort einen Namen gegeben, nämlich Gott versorgt. Ja, Gott ist derjenige, der das Opfer versorgt. Und das, was da passiert ist, war ein Bild davon, was Gott in der Zukunft machen wird. Ja, nicht Abraham wird seinen Sohn opfern, sondern wer? Sondern Gott wird seinen Sohn opfern. Gott ist derjenige, der versorgen wird. Gott ist derjenige, der retten wird. Ja, das ist die Botschaft dahinter. Gott hat schon damals das Evangelium proklamiert, die frohe Botschaft. Ja, dass Gott der Versorger ist. Selbst wenn der Mensch nicht in der Lage ist, etwas zu liefern, Gott wird versorgen. Okay? Und das ist jedes Kind kann diese Botschaft verstehen. Okay, ich sehe jemand schreibt, man hört nichts. Leute, kann man mich hören, Chat? Kann man uns hören, Leute? Kann man mich hören? Kann man uns hören? Weil, ja, okay, das sind dann irgendwelche Dämonen wieder, Bruder. Ja. Die wollten wieder aufhalten, ey, Mann, Alter. Ja, die halten auf. Das sind Dämonen, die das... Ja. Okay, Leute, ja, ich glaube, die Dämonen wollten uns aufhalten, ja. Ich mach mal weiter. Also Fakt ist, Gott hat versorgt, ja. Als Johannes der Täufer Jesus gesehen hat, er meinte, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Ja, Jesus hat die Sünden weggenommen. Es liegt an dir zu sagen, Jesus, ich nehme dein Opfer an. Oder dass du sagst, weißt du was, ich glaube nicht an Christentum, weil alles ist verfälscht und Mohammed ist ein Prophet von Allah. Deswegen glaube ich lieber an Islam, weil Allah wird dann meine Werke wiegen und dann werde ich ins Paradies kommen. Es ist deine Entscheidung. Im Christentum gibt es keinen Zwang, ja, sondern Gott hat ein Opfer gegeben, ja, Gott hat ein Geschenk gemacht. Ja, er muss niemanden zwingen, ein Geschenk anzunehmen, es ist dir komplett überlassen. Ja, deswegen, Leute, wenn dir deine Seele lieb ist, dann glaub an den Herrn Jesus Christus. Er sagte, jeder, der an mich glaubt, er wird leben. Selbst wenn er stirbt, er wird leben. Er verspricht ewiges Leben, Leute. Und das ist die frohe Botschaft. Das bedeutet Evangelium, frohe Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums. Ja, Bruder. Gottes Segen an alle. Ja, Flex, hast du schon deine Quellen gefunden? Oder? Mach ruhig weiter. Ich bin sogar gleich fertig. Ich muss nur noch zwei Sachen rausholen und dann passt das. Ich bin eigentlich schon so gut stabil, wie... Stabil. Ja, Leute, das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Ja, der Sohn Gottes, ja, wurde von dem Vater geschickt als Opferlamm. Ja, er kam in die Welt, hat perfekt gelebt. Ja, perfekt gelebt. Er hat das Gesetz Gottes erfüllt, weil du kannst Gottes Gesetz nicht einfach so ändern oder einfach so wechseln, wie es im Islam der Fall ist, sondern Gottes Bund oder Gottes Gesetz muss erfüllt werden. Ja, es muss erfüllt werden. Und es gab nur einen einzigen Menschen oder eine einzige Person, der in der Lage war, dies zu tun. Und das war Jesus Christus. Er hat es perfekt erfüllt. Und damit er uns den neuen Bund bringen kann, ja, hat er sich geopfert. Weil ihr wisst ja, das alte Bund, damals der mosaische Bund, ja, wurde mit Blut beschlossen. Und in gleicher Weise wurde der neue Bund, der durch Jesus Christus kam, ja, durch Blut beschlossen. Jesus hat sein Leib gegeben. Okay? Beim letzten Abendmahl, da hat er gesagt, er nahm das Kelch und sagte, das ist mein Blut, das vergossen wird für den neuen Bund, Leute. Ja, er hat Gottes Gesetz erfüllt. Er hat für uns gesühnt. Er hat den neuen Bund gebracht. Ja, ein Bund voller Versprechen. Jeder, der Teil des Bundes ist, wird Gott erkennen. Steht im Jeremia 31. Ja, du wirst Gott erkennen. Gott wird dich verändern. Gott wird dein Herz verändern.
Gott wird dir vergeben, es ist ein Bund mit Vergebung, okay? Und Gott verspricht dir ewiges Leben. Leute, du hast nur Segnungen in diesem Bund. Deswegen kehrt um zu dem Herrn Jesus Christus und sei Teil dieses Bundes. Denn wenn du Jesus nicht hast, Leute, wenn du Jesus nicht hast, dann hast du keinen Erlöser. Du musst selber für all deine Sünden bezahlen. Und glaub mir, es wird sehr, sehr schmerzhaft sein für Menschen, die Jesus ablehnen. Ja. Deswegen sind wir hier. Wir sind nicht hier, um zu hetzen. Ich weiß, guck mal, die Muslime, die sind kritikunfähig. Ja, sie wollen nicht, dass man, sie wollen nicht, dass man ihre Religion auf den Prüfstand stellt. Deswegen, sobald es jemanden gibt, der Islam, sage ich mal, kritisiert oder auf den Prüfstand stellt, dann heißt es, man ist ein Islamhasser, man ist ein Hetzer, man ist ein, weißt du, so, die versuchen dich dann zu betiteln, so, als ob du voll erfüllt bist mit Hass, als ob du ein Islamhasser bist, als ob du, weißt du, das ist völliger Quatsch. Ihr wisst ganz genau, wir verbreiten hier keinen Hass, sondern alles, was wir machen, ist, wir programmieren das Evangelium und wir decken die Lüge auf. Das ist das, was wir machen. Aber wir verfluchen hier niemanden. Ja, wir beleidigen hier niemanden. Wenn überhaupt, sind wir diejenigen, die verflucht werden. Ja, sogar im Koran, Sura 9, Vers 30, heißt es, Allah soll uns verfluchen, nur weil wir daran glauben, dass Allah einen Sohn hat. Das ist der Islam. Und die Bibel sagt, es ist ein Antichrist. Der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist der Antichrist. Das bedeutet, Islam ist eine antichristische Religion. Ja. Die einzig wahre Religion, wodurch ein Mensch gerettet werden kann, wodurch ein Mensch ewiges Leben findet, ist Christentum. Hallo. Punkt aus. Ja, da herrscht eine Frage. Krimonioha. Hallo, Samet. Hallo. Erstmal, Samet, wenn man irgendwo reinkommt, bei allem Respekt, ich weiß, es ist Ramadan-Zeit, begrüßt man doch, oder? Was hat das jetzt mit der Ramadan-Zeit zu tun? Also. Ich meine, man begrüßt doch, wenn man irgendwo reinkommt. Richtig oder falsch? Ja, natürlich. Ich wollte jetzt direkt darauf eingehen, was der Kollege Flexer Brennia gesagt hat. Aber willst du nicht vielleicht begrüßen? Ist ja ganz wichtig, jetzt darauf einzugehen, nicht, dass wir jetzt vom Thema abkommen. Nein, nein. Die Frage ist, willst du nicht vielleicht begrüßen? Natürlich. Hallo, ich bin der Summit. Ich bin hier gerade auf TikTok und ja. Okay Summit, was liegt auf dem Herzen, Summit? Also jetzt gerade, was du gesagt hast, mit, dass der Islam eine antichristische Religion ist. Mhm. Wenn du so redest, Christentum ist nicht unparteiisch, ne? Also das Christentum ist sozusagen ist gegen das Judentum, ist gegen das gegen den Islam, ist gegen den, also so oder so brauchen wir gar nicht drüber reden, über Hinduismus und Buddhismus. Also bitte, kommt mir nicht mit irgendwie nach dem Motto, der Islam ist nur gegen den Christentum, gegen den gegen die Juden. Nein, stimmt vom, also was heißt gegen? Der Islam ist für den Islam. So. Und wenn man sagt, ich bin dafür, ne, und dann einer sagt, ja, aber dann bist du automatisch auch gegen den. Ja, das ist ja halt so. Wenn ich meine Meinung habe, dann vertrete ich ja nicht die andere Meinung, sondern die Meinung, mit der ich übereinstimme. So. Und dann könnt ihr nicht einfach sagen, dass der Islam antichristisch ist. So kann man das nicht sagen. So wie ihr das da. Doch, man kann das sagen, warum? Weil. Ja, dann ist der Christentum aber auch gegen den Islam. Guck mal, lass mich doch einmal ausreden. Ich habe dich gerade ausreden lassen. Ja, lass mich bitte ausreden. So. Erstens, Christentum ist nicht gegen Judentum, weil Christentum ist entstanden aus dem Judentum heraus. Ich habe gerade locker 10-mal gesagt, dass Jesus das jüdische Gesetz erfüllt hat. Ich habe nicht 1% gegen Judentum geredet. Christentum redet nie gegen Judentum, sondern Christentum ist einfach nur die Fortsetzung. Es ist der neue Bund, wovon ich vorhin gesprochen habe, die Erfüllung von Gottes Verheißung. Okay, das mal dazu. Und zweitens, Islam ist antichristlich. Islam ist noch nicht mal neutral, so wie vielleicht Hinduismus oder Buddhismus, sondern Islam attackiert Christentum. Ich habe die Sure genannt. Wie? Im Sura 9, Vers 29 bis 30, attackiert Islam Christentum und Judentum sogar. Ja, da steht, ich zitiere, da steht, die Christen sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, die Juden sagen, Esra ist der Sohn Gottes. Das sind die Worte aus ihrem Munde, Allah bekämpfe sie. Genau, das ist ganz klipp und klarer Vers. So, okay, eine Frage. Wie viele Muslime wohnen hier in Deutschland? Keine Ahnung, was hat das damit zu tun? Wurdet ihr aufgrund von eurer Religion, wurdet ihr einmal von uns angegriffen? Weil ihr eure Religion nicht richtig auslebt. Ja, natürlich. Bitte, komm. Was redest das, du? Was da drinnen steht, musst du ausleben. Das ist so. Okay. Und du lebst auch das, was im Christentum draufsteht, lebst du auch nicht aus. Auf jeden Fall. Ja, ich habe die Nächstenliebe.
Warte doch mal bitte kurz. Okay. Ich als Christ habe die Nächstenliebe gegenüber dir. Ich kritisiere nicht dich als Mensch, aber die satanische Lehre, die du folgst, die kritisiere ich. Das ist ein Riesenunterschied. So ist der Islam auch. Und so ist der Islam auch. Wir kritisieren nicht die Menschen, sondern eure Religion. Weil wir sagen, nee, das stimmt nicht, unsere stimmt. Wie das Christentum auch sagt, ja, nee, Jesus, unsere Religion. 9, Vers 5 sagt was anderes. Das ist eine Debatte kann man dazu schon machen. Was tust du? Ihr könnt doch nur nicht immer nur sagen, dass wir Muslime diejenigen sind, die euch attackieren. Nein, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Okay. Menzer, zitiere mal bitte, damit er das mal hört. Genau, also Samet nochmal. Ja. Ich weiß doch schon, aber das hat nichts da. Ihr müsst euch vorstellen, arabische Wörter, ne? Samet, zu übersetzen. Reden lassen. Samet, ja, warte, ich bin noch nicht fertig. Wenn ich rede, redest du dazwischen. Okay, rede. Okay. Stimmst du zu, dass Islam Christentum attackiert im Sura 9, Vers 30? Ja oder nein? Nein, stimme ich nicht. Okay, was bedeutet Sura 9, Vers 30? Was bedeutet das? Warte, aber warte. Wir gehen in den Tafsir rein. Wenn er sagt nein, ich lese den Tafsir sogar. Nee, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Attackieren ist mit was ganz anderes gemeint. So. Okay, es, im Koran steht auch drauf, meidet sie, also als Beispiel jetzt, damit ihr es versteht, dass die arabische Sprache eine Übersetzung... Nein, ich will das jetzt... Also bitte lass mal ausreden hier. Ne? Ja, ganz kurz. Keine Rundtanzerei, auf Sura 9, Vers 30. Nee. Arabische Wörter zu übersetzen, das gehört dazu. Deswegen ja, habe ich schon tausendmal gehört. Ja, genau, und das, was du sagst, habe ich auch schon tausendmal gehört. Was heißt das denn jetzt? Eine Sekunde bitte kurz. Samet, wir wollen nicht deine Interpretation, weil du bist kein Gelehrter, du bist auch nicht Ibn Kathir, du bist auch nicht Ibn Abbas. Wir wollen aus dem Koran die Erklärung. Und das genau. Haben, und jetzt, wir haben, hätte die zugehört, hätte ich auch gewusst, was ich jetzt sagen wollte. So, im Koran steht drauf. Ich lese sogar den Tafsir vor. Die Erklärung habe ich gleich. Also aussprechen lassen ist bei euch auf jeden Fall nicht auf höherer Stelle, ne? Okay, wir lassen dich sprechen. Dankeschön. Also, im Koran steht auch drauf, dass wenn eine Frau ungehorsam wird, meidet sie und trennt euch und schlagt sie, ne? Das ja, also jetzt ist doch vielleicht kann sein, dass ich das irgendwie bestimmt anders interpretiert habe, aber auf jeden Fall, so ungefähr steht es auf jeden Fall im Koran drauf. Mhm. Und was ich damit euch sagen will, ist, dass zum Beispiel dieses Schlagen, es hat nicht was damit zu bedeuten, dass ihr sie schlagen sollt. Das hat nichts mit sowas zu bedeuten. Als Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Sura im Koran, was da drauf steht. Da steht drauf, in deutscher Übersetzung, schlagt sie. Aber mit Schlagen ist nicht gemeint, hier Fäuste oder haut die kaputt oder irgendwie sowas. Nein, mit Schlagen ist gemeint, so mit diesen zwei Fingern, so hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf den Arm. Ja, du lachst, das ist ja. Okay, ist kein Problem. Samet. Warte. Du kannst es dir aussuchen, Samet. Warte, da lacht gerade einer. Warte mal, lass mal kurz ausreden. Alles ich weiß, gut, warte. Samet, bitte. Komm, Respektlosigkeit will ich mir auch nicht geben lassen. Aber warte, was haben wir denn jetzt getan? Hä? Was haben wir denn jetzt getan? Oh Mann, ey, guck mal, Leute. Weißt du, was ich jetzt gemacht hätte, Bruder Mensa? Ich hätte ihn jetzt gefragt, welchen Tafsir willst du jetzt haben? Tafsir al-Jalalain, Ibn Abbas, oder möchtest du Al-Wahadi oder möchtest du Tustari oder Kashani? Also wir haben hier all die Tafsire, die sind klar und deutlich. Oder guck mal, das Lustige ist ja, erstens, wir zitieren Sure 9, Vers 30, er kommt mit irgendeiner komplett andere Sure, ja, und dann sagt er mir, schlagen bedeutet mit zwei Finger, also Leute. Ja. Aber in den Tafsir steht nicht mal mit zwei Finger, in den Tafsir steht schlagen. Natürlich, ja. Das ist bei dem bedeutet Schlangen um Arm. Ne? Also. Katastrophe. Servus, Free Palestine. What up? Was geht? Chillin, uns geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Mensa, mal eine Frage. Okay. Du sagst doch, du willst von Jesus Christus predigen und sonst und so, wie du immer sagst, wie du dich immer so gibst. Auch bei Tauhid oder bei allen anderen. Aber warum sehe ich immer, wenn ich reinkomme, dass du gegen Muslime hetzt? Warum Muslime hetzt? Ich habe gerade locker 10 Minuten lang über Jesus geredet. Ja, und dann kam ein Muslim rein, ja, der mich dann darauf angesprochen hat, weil ich gesagt habe, dass Islam antichristlich ist, was natürlich die Wahrheit ist. Und deswegen sind wir darauf eingegangen. Also für euch ist alles Hetzen. Ja, das ist das Problem. Also für euch ist wirklich alles Hetzen.
Wenn es Hetzen ist, dann soll es eben so sein. Aber deine Religion greift mich an. Willst du auch darauf eingehen, Sura 9, Vers 30? Deine Religion sagt, weil ich daran glaube, dass Gott einen Sohn hat, soll Gott mich verfluchen und bekämpfen. Glaubst du daran, ja oder nein? Ja, warum nicht? Alles gut, Holmes. Das ist nicht das Ding. Aber kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du bitte Abu Bakr entblocken? Abu Bakr? Wieso? Ja, bitte. Wieso? Free Palestine, darf ich was sagen? Warte, Holmes, einen Moment. Ich führe doch gerade ein Gespräch mit Mensa. Okay. Warum soll ich ihn entblocken? Entblock ihn, kommt auf meine Seite oder geht doch bei Hakika oder so oder debattiert. Dann sollen die doch herkommen, ist doch gar kein Problem, wir sind doch genau, hier. Ja, aber du hast die Kontrolle hier und das ist nicht gut und das ist nicht cool. warte mal, wir machen doch gar nichts. Ja, Tauhid, guck mal, ich bin Tauhid, schon öfters dabei und ich... Free Palestine. Tauhid war hier, bei mir im Stream. Mhm. Da kam der Kerl mit dem Einhorn. Kein Problem. Der Kerl kam hier mit dem Einhorn. Ich habe ihn nicht mal ein einziges Mal gestummt, weil sonst heißt es, Flex hat Angst. Ich habe ihn kein einziges Mal gestummt. Ich habe ihn gelassen, okay? Der hat mir jedes Mal reingeredet. Ich habe gesagt, bitte geh auf stumm, ich erkläre dir das. Nein, der hat mir immer reingeredet. Ich habe ihm sogar die Möglichkeit gegeben, hey, hör mal zu, rede so viel du kannst. Aber wenn alles du fertig cool, Holmes. Ich verstehe dich, Mann. Wenn du Angst hättest, wirst du nicht hier sein. Jetzt gibst du mir rein. Du lässt mir nicht zu Ende reden. Ich weiß doch, Mann. Aber lass mich mein Wort wenigstens zu Ende führen. Alles gut, Holmes. Wenigstens alles gut. Der Kerl kam hier rein. Der hat einen Unsinn erzählt bis zum geht nicht mehr. Er wusste nicht mal, dass es um Sklaverei geht. Nummer eins. Ja, da hat er sich eigentlich schon selber ausgenockt. Ich habe ihn extra gefragt. Ja, da geht es um Sklaverei. Nein, da geht es nicht um Sklaverei. Hab ich gesagt, doch. Also weiß er gar nicht mal, um was es geht. Er weiß auch nicht, was damit gemeint ist in diesem Text. Er hat das wortwörtlich ernst genommen, obwohl das metaphorisch gemeint ist. Und er hat mich nicht mal sprechen lassen. Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, lange zu sprechen. Habe gesagt, geh auf Mute, lass mich reden. Ich habe ihm den Vers perfekt erklärt. Einhorn! Und der Typ hat gar keine Ahnung. Guck mal, Bruder, ganz kurz. Bruder, also Der Kerl sollte gar nicht debattieren, bin ich ganz ehrlich. Der hat keine Ahnung. Null. Free Palestine, hörst du mich? Ja, Holmes, was ist los? Guck mal, erstens, ja, dieser Abu Bakr und dieser Al-Verdin, ich habe gehört, die erzählen, ich habe Angst vor sie. Glaubst du, dass ich Angst vor sie habe? Angst vor was? Angst vor was? Warte mal kurz. Steht jemand mit dir mit einer Waffe? Ihr führt doch einen Chronolog. Ganz kurz. Glaubst du wirklich, ich habe Angst vor irgendjemandem von denen? Bitte sei mal ehrlich. Nein, ich glaube auch nicht, dass sie vor dir Angst haben. Warum sollen die von dir oder warum? Aber er sagt doch nicht, dass sie Angst haben vor dir. Aber diese Aussage, er hat Angst. Warum Angst? Guck mal seine Videos, geh mal bei Mensa auf sein Profil. Er hat so viele Videos, wo er debattiert mit Tauhid oder mit den ganz anderen Kindern. Ja? Also wenn er Angst hätte, hätte er gar nicht mehr debattiert. Er debattiert jeden Tag und ich sage dir ganz kurz, Mensa, sein Content ist nicht Islam. Richtig. Sein Content ist rein biblisch. Die kommen rein und greifen die Bibel an. Er antwortet. Und dann geht er natürlich auf den Koran, ist ja klar, weil der Koran spricht selber über Jesus, natürlich über einen anderen Jesus, aber sie sprechen über Jesus und im Koran steht auch über die Bibel und über die Tora. Dann geht er darauf ein, ganz einfach. Aber Content von Mensa ist rein biblisch. Nur mal so zur Info, er ist kein Hetzer. Und was Flex macht, Flex hetzt genauso nicht. Er liest nur vor und fragt. Er sucht nur einen Dialog mit euch. Keiner hasst euch. Free Palestine. Wirklich, keiner hat was gegen euch. Keiner hasst euch. Warum soll ich euch hassen? Ich hasse euch doch auch nicht. Wir meinen ja nur, also keiner hat was gegen euch. Wir reden ganz normal. Ich war heute kurz in dem Stream drin von Abu Bakr. Ist es der? Mensa, ist es der Richtige? Ich war in einem Stream drin heute. Ich hab's mir mal ein bisschen angehört. Abu Bakr, da war so einer, der kann kein Deutsch und will mir was aus der deutschen Bibel zitieren. Wahnsinn. Das ist diese Hamdi-Bande da. Diese Bande da. Der eine hat gesagt, sei nicht wie Mensa, der Angst hat. Komm, wie kindisch. Was ist für ein Kindergarten, Bruder? Komm mal ehrlich, sei nicht wie Mensa. Der hat gesagt, sei nicht wie Mensa, der Angst hat. Dann habe ich mir. Sei nicht wie Mensa, der Angst hat. Ich habe mir das angeguckt. Mensa rennt vor niemand weg. Ich habe mir das angeguckt. Screenshot. Hör zu.
Screenshot von seinem Profil Kindergarten. Gemacht, direkt Mensa geschickt, aber die waren direkt raus. Ah, ich weiß, wen du meinst, Raphael. Abu Rosinkopf, ich weiß, wen du meinst. Der kann nicht so gut Deutsch sein. Mensa hat Angst. Seine Gott nass. Das war nicht mal der, Das war sein Spiel. Eine Sekunde. Ach so, du meinst Abu Qasim. Ja. Abu Qasim. Eine Sekunde, Leute. Eine Sekunde. Jojo, wenn du sagst eine Offenbarung, 9, 11 Pferde können fliegen, dann komm hoch und erklär uns bitte den Vers. Aber wenn du keine Ahnung hast, ja, weil laut Johannes, Kapitel 5, Vers 36, bist du eigentlich ein Jahil. Ja, du hast Jesus Christus nie erkannt, du hast Jesus Christus nie gesehen, das wissen wir ja, das ist ja ganz klar. Und du hast den Heiligen Geist auch nie empfangen, Mr. Jojo. Ja? Guck mal, Flex, und Flex, du hast auch... Lass mal kurz Flex reden, bitte. Und du hast auch Jesus Christus, wie gesagt, nie erkannt. Also kannst du diesen Vers sowieso nicht verstehen. Wenn du diesen Vers auslegen möchtest, dann stell eine Anfrage und komm hier hoch, aber erzähl kein Rumgespinst, bitte. Richtig. Ja, also ganz sorry, das ist nicht böse gemeint, aber das ist schon für mich eine Art Dummheit, ja, zu sagen, ja, aber guck mal, da können Pferde fliegen. Du hast keine Ahnung. Wenn du den Vers nicht auslegen kannst, rede lieber am besten nicht darüber. Wenn du meinst, du könntest es, dann stell eine Anfrage, komm hoch. Aber ich glaube, das überlebst du hier keine 5 Sekunden hier oben. Deswegen egal. Ja, jetzt Free Palestine, jetzt. Guck mal, Flex, du musst manchmal mit Worten aufpassen, was du sagst, mit diesen Begrifflichkeiten Jahil. Was ist ein Jahil? Was bedeutet Jahil? Ja, sag du mir, was das bedeutet. Kannst du Arabisch, Free Palestine? Nein, du kannst Arabisch. Ich kann Arabisch. Was heißt Jahil? Ja, was heißt das? Sag mir das mal. Was nennt man die Zeit vor dem Islam? Hat man genannt die Jahiliya, das heißt die Unwissenheit. Oder? Wenn jemand zu dir sagt, Jahil, heißt es unwissend, Habibi. Unwissend. Und wenn es für dich eine Beleidigung ist, ist es nicht unser Problem. Guck mal, wenn er sagt Jahil, dann meint er jetzt auf die theologische Ebene. Du bist ein Jahil, ein Unwissender. Wenn du ich jetzt auch Käfer nennen. Natürlich, aus deiner Religion bin ich ein Käfer. Und für unsere Religion, für unser Glaube, bist du auch ein Käfer. Du bist sogar ein Muschrik, aus biblischer Sicht. Gast, aber wir meinen das nicht böse. Schlomo, wir haben oben einen Gast. Warte mal, Schlomo. Wir machen das gleich, Palestin. Oder ganz kurz, wir machen das gleich. Ganz warte, ich habe nur eine Frage, ich gehe da noch wieder, ist kein Problem. Ja, aber gerne. Du bist Christ und ich würde das gerne wissen, weil ich würde aus diesem Vers nicht schlau, wirklich. Ich würde nicht schlau. Okay. Erklär mir mal, Lukas 14, 26. Flex, wer ist es da oben? Ich frage mich das auch gerade. Mach ihn mal groß, ganz kurz. Vielleicht will er uns was sagen. Du, wie ist der überhaupt reingekommen, ey? Mach ihn mal groß, Bruder. Wer ist das? Das soll sich mal entstummen. Alle, mein Bruder, was los? Ach so, die wollen Spende, we, ja, ja. Ganz kurz, Leute, eine Sekunde bitte. So, what can we do for you? Allah ja'alhum mizan hasanatkum, ya Rab. What? Allah ja'alhum mizan hasanatkum, ya Rab. Mach ihn weg, Bruder, er will Spende, Bruder, alles gut. Mach ihn weg. Ich hab schon gespendet. Er will Spende, Bruder, alles gut, Bruder. Masha Allah. Okay, die sind aus Syrien, Bruder. Die sind hier in TikTok ganz, ganz viele. Die sind aus Syrien, Bruder. Die wollen Spenden und so. Alles gut. Okay. Erklär mir mal bitte diesen Vers, Lomo. Was war deine Frage, Bruder Hans? Lukas 14, 26. Erklär mir das mal bitte. Bruder, hat jemand die Bibel? Kann jemand aufmachen? Warte, oder ich mach kurz. Ich hab die Bibel hier, soll ich lesen? Bitte. Bevor wir hier, damit es hier kein Durcheinander ist. Nein, ich will nur daraus schlau werden, was das bedeutet. Alles gut. Ich bin ein Unwissender. Free Palestine, die erste Frage, bevor du eine biblische Frage stellst. Verstehst du überhaupt dein eigenes Buch? Teilsweise, warum? Was soll jetzt hier? Aber ich frage dich. Guck mal, ganz kurz, wie willst du die Bibel verstehen, wenn du dein eigenes Buch nicht kennst? Ja, okay, das kann ich dich jetzt auch fragen. Also. In manchen Situationen, jegliche Situation. Ich lese auf jeden Fall die Bibel. Und das Alte Testament habe ich schon teilweise. Ja, aber du weißt nicht über alles Bescheid. Nochmal was? Du weißt nicht auch mal immer über alles Bescheid. Das hast du sogar selber manchmal zugegeben. Ich weiß. Alles gut. Flex. Aber die Frage ist, verstehst du wenigstens dein Koran? Bitte, Holmes. Ich will keine Fitna. Ich will nur, dass du mir Ich mach keine Fitna.
Ich will nur, Slomo, erklär mir mal diesen Vers. Okay, okay. Alles klar. Den soll alles er machen. Gut. Guck mal, lass uns mal schnell abarbeiten. Du meinst Lukas? Lukas 14, 25. Genau. Ja, lies mal vor, bitte, Bruder. Okay, gut. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Okay, und erklär mir das mal bitte. Ich erklär's ihm. Ich kenne den Vers schon. Ganz einfach. Du sollst Jesus Christus mehr lieben als jeder andere. Ganz einfach. Das heißt nicht, du sollst deinen Vater oder deine Mutter hassen, sondern ja, aber Jesus soll als erstes. Bruder, das ist ganz kurz, das ist mit einer Metapher. Das soll dir erklären, das ist wie ein Gleichnis. Ja, das soll dir zeigen, dass Jesus als erste Stelle ist. Richtig. Lass mich den Vers noch besser für ihn auslegen, weil ich kenne den Vers schon. Du musst eine Sache verstehen, Free Palestine. Du darfst nicht dein Kind mehr lieben wie Jesus Christus. Du musst Jesus Christus an erster Stelle haben und dann deine Familie, was auch immer. Ja, aber Jesus Christus ist an erster Stelle. Ja, also eigentlich ist der Vers eindeutig. Na klar, es ist eine Metapher, aber wenn du die deutsche Sprache eigentlich verstehst, dann ist es eigentlich, dieser Vers ist selbsterklärend eigentlich. Das Problem ist einfach nur, im Koran steht auch, du sollst Allah mehr lieben als seine eigenen Kinder, aber da steht nicht, du sollst sie hassen. Hä? Wer sagt, dass du sie hassen musst? Deine Bibel sagt, ich soll mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, meine Familie. Okay, guck mal, ganz kurz, wenn es doch so wäre, ja, dann stößt es was gegen eine der 10 Gebote. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Deswegen sage ich, das ist wie ein Gleichnis. Wenn du richtig liest, verstehst du das. Richtig. Boah, Bruder, lass mich mal erklären kurz. Ja, Bruder. Wie heißt der? Free Palestine, hast du Bibel bei dir gerade? Ich habe das World Wide Web. Okay, öffne mal Matthäus Kapitel 10, Vers 37. Bruder, mach mal kurz diesen Amarino weg, der schreibt richtiger Aswad, der heißt richtiger Schwarzer, hat er auf Arabisch gesagt. Mach ihn mal weg, Bruder. Ja, scheiß auf den, das ist nicht so wichtig. Wenn jemand hier rassistisch ist, egal ob er Moslem ist oder Christ, hört auf damit. Ja, alles gut, das ist nicht so schlimm, alles gut. Ich nehme sowas sowieso gar nicht ernst, alles gut. Genau, also falls, wer auch immer gerade die Bibel offen hat, soll bitte Matthäus Kapitel 10 lesen. Angelika, Matthäus Kapitel 10. 10, Vers 27, ich hab's. Genau, nee. Ganz oben, Angelika, was können wir für dich tun? 25. Flex, lass mal bitte danach machen mit dir. Okay. Die Angelika, okay. Wer ist 26? Nee, Vers 37 bis 39. Okay. Das ist die gleiche Aussage. Guck mal, was da steht. Okay, gut. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, meinetwillen, der wird es finden. Sehr schön. Also das ist genau die gleiche Aussage. Und Matthäus hat sogar vor Lukas geschrieben. Lukas wurde erst nach Matthäus geschrieben. Und Matthäus hat so geschrieben, dass Jesus nicht gesagt hat, du sollst hassen, sondern du sollst nicht mehr lieben als mich. Und das ist genau das, was die Brüder meinten. Dass es metaphorisch zu verstehen ist. Ja, und falls es für dich nicht genug war, geh mal rein. Nein, alles gut. Ich will nur schlau werden aus diesem Vers. Deswegen, weil ich den wirklich gar nicht verstanden. Mensa. Matthäus 16, Vers 24 steht auch was. Lies mal. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugnet er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Free Palestine, darf ich kurz fragen, wie du auf diesen Vers kamst, wenn ich fragen darf? Weil, liest du die Bibel oder wie kamst du genau auf diesen Vers? Das würde mich interessieren. Genau, mich jetzt auch gerade. Ich lese die King James, ich lese die Luther Bibel. Nein, du kannst die Bibel lesen, Bruder, jetzt ganz kurz, Bruder in Adam. Ich meine, wie kamst du genau auf diesen Vers? Weil die Bibel ist ja dick, ne? Die ist ja dreimal so wie der Koran. Wie kommst du genau auf diesen Vers? Das würde mich jetzt nur interessieren. Bruder, ich lese durch, ich habe schon Johannes Vers, Kapitel Lukas. Das ist ein Blätter, Mann. Die nutzen diese Verse, um sagen, ja, die Christen hassen nein, unter Eltern. Nein, ganz kurz, Raphael. Guck mal, wir dürfen eine Sache nicht vergessen, Raphael, Bruderherz. Er ist reingekommen. Ich muss dich jetzt auch ermahnen, mein Bruderherz. Du weißt, Raphael, ich liebe dich über alles. Du weißt es. Aber er ist reingekommen mit Respekt. Und ich denke jetzt nicht, dass er respektlos ist, weil würde er respektlos sein, glaub mir, Raphael, ich würde losschießen. Du kennst mich schon.
Ich würde direkt losschießen, aber er ist mit Respekt hier reingekommen. Deswegen alles gut, wirklich. Alles gut. Flex. Flex, alles gut. Ich sag ja nichts. So, wenn jemand respektlos ist, bin ich auf TikTok. Diese TikTok-Fitner, die hier beleidigen. Ich komme bei denen persönlich Flex, vor der Tür. Flex. Alles gut, keiner beleidigt hier. Flex. Alles gut. Nein, Flex. Weil ich will wirklich verstehen. Nein, wir sagen auch immer für Palästin, wenn jemand wirklich fragen und verstehen will, 100% sind wir offen. 100%. Aber Raphael, jetzt frage ich dich mal, warum bist du so negativ eingestellt? Flex. Schaut, ich bin nicht negativ gegen Moslems. Nicht, dass mich jemand hier falsch versteht, okay? Aber von allen Fragen, die es im Christentum gibt, okay? Wird die am meisten gestellt, oder was? Bitte. Es gibt so viele Fragen, okay? Über Christen etc., ne? Und du suchst dir einen Vers aus, okay? Wo viele Moslems in ihren eigenen Streams nutzen, um gegen Christen hetzen bei einem christlichen Livestream. Like, du hast den Vers bestimmt 100 Mal schon gehört, wo andere Moslems dagegen geschossen haben, okay? Und genau jetzt, okay, erwähnst du diesen Vers und willst Jani fragen, ey, um was handelt es sich da? Weißt du? Ich sag dir ehrlich, ich hab den noch nie hier drin gehört. Nicht hier drin bauen. Alles gut. Nein, alles gut, Bruder Herz. Weißt du, was ich das gehört habe? Ich habe gehört, Menschencode und sowas. Das habe ich schon gehört, öfters. Aber glaubst du das? Glaubst du solche Dinge eigentlich? Mit was denn zum Beispiel? So wie Menschencode, glaubst du diese ganzen Dinger? Ehrlich jetzt, unter uns. Diesen Vers kann ich dir auch perfekt auslegen. Aber da ging es um eine Belagerung sogar. Wir machen das gleich, Flex. Mich interessiert es wirklich, weil er ist offen, ne? Free Palestine, du hast ja einige Sachen wahrscheinlich in TikTok gehört, ne? So Scheinargumente. Glaubst du das alles? Ich habe zum Beispiel gehört, das mit Menschencode und so, aber ich kann das. Du hast Menschencode gehört, du hast gehört, Rebecca 3 Jahre alt, diese ganzen Scheinargumente, Einhorn. Glaubst du das wirklich? Alles. Nee, jetzt ehrlich. 100%. Achso, du glaubst schon, dass das, was die hier erzählen, das auch in der Bibel steht? Also, ich recherchiere mich auch, du weißt schon, ich guck auch. Zeig mir mal in der Bibel, du glaubst auch, dass Rebecca 3 Jahre alt war, glaubst du das? Dass Rebecca 3 war. Dass es in der Bibel steht. Also, dass das steht, ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht vermuten. Seht ihr, Leute? Er ist wenigstens ehrlich. Er erwähnt ehrlich, etwas, richtig. Was er nicht weiß. Genau, deswegen habe ich auch bewusst gefragt, Bruder. Das finde ich sehr, sehr gut, weil. Ich lese doch, Mann. Ey, wir sind hier nicht um Knockout oder wie das hier alles heißt. Wir sind hier um die Wahrheit herauszufinden. Deswegen ist es ja auch interessant, diese Debatten und sowas zu machen. Ist ja auch alles cool. Aber die Leute interpretieren das falsch. Genau. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Hast du den Koran bei dir, Free Palestine? Ja, na klar. Okay, schlag mal bitte Sure 47, Vers 3 auf. Bitte, lies mal vor für uns alle. Ich bitte dich. Ja, alles gut. Ne, der ist ja sehr respektvoll. Also, ja, finde ich auch. Weißt du, dann kann man auch mit den Leuten reden. Aber wenn die Leute anfangen, so zu meinen, die können alles und so, da hört's auf, weil dann wird geschossen. Aber der Kerl ist, also muss ich echt sagen, er ist sehr respektvoll und bei so jemandem, mit dem kann man einen Dialog führen, mit dem kann man reden. Und ihnen die Sachen zeigen, er kann uns die Argumente bringen, da haben wir schöne Gespräche. Aber ja, ich bin da, mein Freund. Erzähl. Okay, lies mal kurz vor, bitte. Welches? Sure 47, Vers 3. Sure. Welch? Al-Nisa oder? Welche jetzt? Also Surat Al-Baqarah? Sure 47, Vers 3. Ich schau mal, was für eine Suche das nochmal ist. Boah, ich will. 47. Soll ich vorlesen? Das ist die Sure Muhammad. 4, sorry. Vers 4, nicht 3, 4, sorry. Wenn ihr auf diejenigen. Also 47, Vers 4. Ja, lass erstmal ihn, Bruder, er soll erstmal vorlesen. Ich möchte er soll mir erklären, was er da versteht. Schlagt ihn auf die Nacken, wenn sie schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihn in die Fesseln. Alter. Nein, ich möchte von Ihnen, Bruderherz, ich meine es ja nicht böse, ich möchte von Ihnen mal erklärt bekommen, wie man das verstehen soll. Okay, krass.
Also ich ob das eine Metapher ist, ob das metaphorisch ist oder ob das wortwörtlich so ist, das will ich nur verstehen. Nein, das ist wortwörtlich, das ist nicht metaphorisch. Metaphorisch ist wieder was ganz anderes. Nee, ich möchte es von Ihnen hören, was er jetzt dazu sagt, deswegen. Ich finde das gar nicht. Kannst du mir das mal auf dein Ding zeigen? Weil Sure 47, Vers 4. Einfach in Google. Google das einfach. Hast du den Koran bei dir? Ja, in der Hand? Achso. Achso. Ja, mach doch Sure 47. Das ist Sure Muhammad. Ach so. Also Sure Muhammad. Ach so, ja, keine Ahnung. Das ist Muhammad, das habe ich doch gesagt. Muhammad. Sure Muhammad. Welche? Al-Baraka, Al. Ach so, sorry. Sure Muhammad, Ayah 4. Genau, Muhammad. Also Muhammad, nicht Muhammadin. Muhammad. Muhammad. Nein, nicht Muhammadin, Muhammad. Dummo. Ja, Raphael, Bruder. Ey, ich sag das doch mal zu allen, ne? Falls Free Palästina, wenn du dich angegriffen gefühlt hast von mir, denkst du. Nein, Mann, warum soll ich von dir. Alles gut. Ey, ja, alles gut, wir wollen auch keine Fehler machen. Das ist okay. Nein. Wenn Gott dir verzeihen kann, dann bin ich der dir nicht verzeihen kann. Letztlich auch, wenn man einen Fehler begangen hat. Ich auch zu entschuldigen, du bist cool. Also. Alles cool. Bruder, das zeigt, Raphael, dass du ein Mann bist, dass du sogar stehst und sagst, es tut mir leid, das finde ich, das ist Männlichkeit, Bruder, jetzt. Das ist richtige Männlichkeit. Ja. Alles cool. Aber was mich sehr bewundert, ist auch, dass der Free Palestine auch sehr respektvoll ist. Der schreit hier nicht rum, der beleidigt nicht, der will einfach wissen und hören. Das ist, finde ich, richtig. Guck mal, diese ganzen TikTok-Rambos, die hier sind, so, die sind mir... Schnuppe, ich sag den allen, die sollen mir privat schreiben. Schreib mir privat, schreib mir, wo du wohnst. Ich komm persönlich vorbei. Dann tue ich dir dann Gefallen. Schönen guten Tag. Ich möchte jetzt die Runde hier nicht stören. Ich habe nur eine kurze Frage, während der Bruder Free Palestine den Vers raussucht. Keine biblische Frage oder so. Erstmal schönen guten Tag an alle. Guten Tag an dir. Also danke. Schönen Abend erstmal, oder? Schönen Abend natürlich. Schönen Abend. Ja. Ich habe eine Frage, Flexer oder Abu Khanjar, Jungs, redet ihr auch mit christlichen Sekten? Weil ich habe Kontakt mit einem Christen, der hat seine eigene Konfession gegründet, und zwar die brünetische Christengemeinschaft. Okay. Und brünettisch? Was? Ja, ja, der nennt sich, also der hat die brünettische. Was soll das bedeuten? Also alles Brünetten oder was? Also ich weiß es nicht. Oder ja, der hat mir davon erzählt. Ich sag zu dem, guck mal, ich kann dich an Christen weiterleiten, so. Bruder Abu Khanja, ich weiß nicht, ob du mich kennst. Ich kenne dich, Junubi, ich weiß. Ja, Bruder, ja. Junubi, Dakika. Weißt du, aber mit Christen habe ich mich nicht so krass. Dakika, ist der in TikTok? Frage, ist der Sekte? Yimken, ich weiß kurz. Nicht, also ob er sich eine. Wie bitte, Flex? Der Sektenführer, fängt der mit R an? Oder ist das ein Sektenführer, der mit seinem Namen R anfängt? Nein, Bruder. Hätte ja sein können, ich weiß es nicht. Ich weiß. Herr Buchanan, ja, man hat wenig von dir gehört, ja, letzter Zeit auf TikTok. Ja, ich bin ruhig geworden, Bruder. Ich bin sehr inaktiv geworden, Bruder. Das ja, das sehr merkt ich, voll krass, ja. Ich habe dich, ehrlich gesagt, heute sogar gehört, vor ein paar Tagen bei Amir warst du kurz hoch, ne? Ja, ich war da kurz oben. Ich habe mit dem. Ich weiß. Aber du weißt doch, Amir, wie der ist. Der mobbt mich immer, ja. So ist der immer drauf. Ja, aber der mag dich. Glaub mir, der hasst niemanden. Ja, Amir ist ein Lustiger. Er ist ein Lustiger, wenn er den Gangster mal raushaut, ja. Ex-Muslim. Nein, aber Amir ist ein Korrekter, ja. Er und Junubi, ist dieser Sektenanführer, wer es auch immer, ist er in TikTok? Es kann sein. Ich werde ihm auf jeden Fall mal fragen, ob er auf TikTok ist. Er meint, er hat sich auch. Abu Khanja, was bist du für ein Christ, meine Freunde? Wie, was bist du für ein Christ? Also, was hast du für eine Konfession? Bist du Evangelik, Katholik, Orthodox? Okay, Dakira, salut ala, bitte. Dakira, warte mal. Okay, alles gut. Also, wir sind. Ja, nee, sag mal, bei an Haidal Maudou, mal. Jnubi. Ja. Jnubi. Er und ich sind altorientalisch orthodox. Ach so, okay. Jnubi, jetzt ganz kurz, mein Vater war da. Wenn er ein TikTok ist, kann er gerne
mir folgen. Du kannst ihm quasi meinen Account empfehlen. Er kann mir gerne folgen, dann kann ich mit ihm reden. Was ist seine Akida? An was glaubt er? Was ist so sein Konzept? Ich weiß nicht, der hat mir mal irgendwie so erzählt, dass er... Er sieht sich selber als Prophet, oder? Ja, nein, er meint so, er hat irgendwie Offenbarungen bekommen und so. Der meinte auch damals, er hat... also er war auch in sehr, sehr vielen Klostern unterwegs, Bruder, ne? Er war damals sehr aktiv. Nicht wieder so ein Sektenführer. Bruder, ja, der hat schon vier Mitglieder. Ach du Scheiße. Und er meinte halt, dass er auch sehr, sehr gerne mit vielen anderen Christen redet. Ach du Scheiße. Er hat von Abu Khanjar ist er am Bithakek, was ist halt lustig, Bruder, ja. Also, Ayane, wenn du lachen willst, ich schick den gerne zu dir. Also ich habe Amir gefragt, der meinte, er hat keine Lust darauf, er redet nur mit Muslimen. Aber wenn du auch mit anderen Christen redest, dann hole ich den zu dir. Naja. Du, Bruder, jetzt, wir wollen weiter mit Free Palestine machen. Ja, alles gut, alles gut. Ich wollte nur fragen, ob wir auch auf den anderen. Wie heißt dieser Vers nochmal? Bruder, er fragt dich nach Sure 47, Vers 4, Bruder, da aus Sura Muhammad, Bruder. Ich habe das aufgemacht. Also, ja, Bruder, mach Tafsir al-Tabari am besten auf, Bruder. Da steht am schlimmsten, alles was alles drin ist. Bruder, der macht, machen wir weiter und danke klar, für die Information. Ne? Alles klar, Flexer. Ja, okay. Und Flexer. Weil sonst gibt's Chaos hier, ja? Alles klar, Flexer. Und stay fresh, yalla. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ciao, ciao. Gottes Segen. Welches Segen? Stay fresh. Ich bin gleich wieder da, Leute. Leute, alle mal tippen. Lasst uns mal heute die 500.000 Likes oben erreichen, Leute. Kommt schon. Alle mal richtig durchknallen. Welche jetzt. Sure? Ich bin gleich wieder da. Nochmal, welche Sure? 47 Vers 4. Wir haben die 100 Mal gesagt, mein Bruder. Hast du's? Warte, 47, ja. Sure 47. Diejenigen, die ungläubig sind und Allahs Weg anhalten, lässt ihre Werke festlegen. Diejenigen, die aber glauben. Ja, warte. Okay. Ich habe gar nichts gefunden. Da hast du nicht Suche 47, Vers 4. 47, ja, hier. Suche 47, Mohammed. Vers 4. Wenn ihr diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trifft, dann schlagt ihnen auf den Nacken und dann legt ihnen Fesseln fest und danach der Krieg sein. Ihnen auf die Nacken, dann kommt, wenn ihr sie schließlich schwer niederschlagen habt. Sollen wir denselben Vers zusammenlesen? Lest den mal zusammen. Du hast den doch vor dir, oder? Ja. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt ihnen auf die Nacken. Was kommt als nächstes? Wenn ihr schließlich schwer niederschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest an danach. Lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Lies weiter. Nein, nicht in Kriegssituationen. Das steht nicht in Kriegssituationen. Nein, er soll weiterlesen. Das ist auch keine Kriegssituation. Flex, wir lesen es gerade zusammen. Wie soll ich das jetzt verstehen? Flex, wir lesen das gerade zusammen. Der soll es zu Ende lesen. Welches? Nummer 4 oder 3? 4. Free Palestine, lies weiter. Wo waren wir? Also lass mich lesen. Ich lese es. Flex, aber die müssen aber alle auch mute gehen, damit ich das auch vorlesen kann. Flex, ich hab diesen Vers hier, lest den. Flex, nimm ihn nur read hier, or read ihn nur bei einem Self. Deswegen lass mich lesen. Ist alles okay, ist nicht so schlimm. Ich lese. Nur alle müssen kurz auf Mute gehen, dann lese ich das kurz vor. Ne? Mensa ist auch hier, Shlomo, alle hören ja zu. Also, Sure 47, Vers 4 lesen wir. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt ihnen auf die Nacken. Okay. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld. Gegen Lösegeld. Also das erinnert mich an den Kampf mit Palästina. Der Anfang, wo sie mit den Fallschirmen, wo sie die als Geisel genommen hat. Ja gut, wie gesagt, das ist ja wieder so eine Kriegssituation, aber ja.
Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Oh, 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 okay, krass. Dies soll so sein, wenn Allah wollte. Wenn Allah wollte. Hä? Aber ich dachte, Allah kann alles. Aber wenn Allah wollte, ach du Scheiße, okay, würde er sie wahrlich allein besiegen. Wenn Allah wollte, würde er sie allein besiegen. Also bisher haben wir nichts von Allah gesehen, aber okay. Er will aber, damit die einen von euch durch die andere Prüfung und denjenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Boah, okay, ist ein heftiger Vers, du. Ey. Ist ein heftiger Vers. Wenn ihr diejenigen ungläubig sind im Kampf trifft, dann schlagt ihnen auf den Nacken. Aber wenn ihr sie schließlich schwer niederschlagen habt, dann legt sie ihnen Fesseln fest an. Danach lasst sie als Wohlhart frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten abgelegt hat. Dies soll sein. Und wenn Allah wollte, würde er sie wahrlich allein besiegen. Er will aber, damit einen von euch durch die anderen Prüfungen und diejenigen, die auf Allahs Weg töten, ja, töten, werden wir Werke nicht fischen. Weißt du, was das Problem ist für Free Palestine? Ich sag dir, was in diesem Vers das Problem ist. Allah braucht Leute, damit sein Plan aufgeht. Er alleine kann das selber nicht machen. Also er befiehlt euch, es zu tun. Ansonsten kann Allah, also gehen Allah seine Werke gar nicht auf. Also Allah, seine Werke gehen nur auf, wenn er euch benutzt. Er kann von sich aus selber nichts machen. So verstehe ich den Vers. Und ich glaube, wir sind Ich habe den schon verstanden, aber... Mir geht's um was anderes, Free Palestine. Mir geht's um was anderes. Guck mal. Du hast doch gesehen, was IS gemacht hat. Ja, aber das sind keine Muslime. Das sind Warte. Du hast doch gesehen, was IS gemacht hat. Ja. Distanzierst du dich von der IS? 100%. Du hast wohl den Vers gelesen. Ja, aber du kannst doch nicht mit der IS das vergleichen. Nein, lass mal die IS als Menschen. Du hast gelesen, was hier steht. Ja. Was steht jetzt hier, was IS nicht gemacht hat? Ah, du willst damit sagen, die hören auf Allahs Worte und dass sie dorthin gehen? Nein. Du hast jetzt den Vers gehört und gelesen. Mhm. Das, was du hier gelesen hast, hat genau das hat auch Daesh gemacht, also IS. Daesh, ja. Die hat genau das gemacht, also was hier steht. Kopf ab. Ja. Genau, sie sind auf die Ungläubigen getroffen und Kopf ab. Steht hier drin, Palästin. Und Kopf ab. Also das ist ein eindeutiger Vers, Free Palestine. Das kann man nicht leugnen. Das ist ein eindeutiger Vers, weil das ist das, was der IS bitte, macht. Und bitte, sei ehrlich, Hand ans Herz, bitte, Free Palestine. Nein, ich gut, bitte dich. Hat IS nicht das gemacht, was hier drin steht? Bitte. Bitte, ehrlich sein. Du kannst nicht IS mit Lass sie doch als Menschen beiseite. Das, was die Daesh, was IS gemacht hat, ist es nicht das, was du gerade gelesen hast? Mit Kopf ab? Hand ans Herz. Sei doch ehrlich. Ich glaube nicht, dass das im Koran ist. Palestine, wenn du es nicht sagen willst, auch. Okay, nein, ich verstehe das. Aber das macht keinen Sinn, weil kein damals Sinn. Damals haben sie mit Schwertern gekämpft und jetzt kämpfen die mit Waffen. Warte. Hat IS nicht Leute gekämpft? TikTok sportlich. Die haben Waffen. Hat IS keine Menschen gekämpft und hat sie auch noch mit Video aufgenommen? Ja, was haben die Kreuzritter damals getan? Nein, warte doch, Habibi, warte. Wir machen es chronologisch. Wir gehen auf die Kreuzritter. Versprochen, wir gehen sogar darauf ein. Wir gehen sogar darauf ein. Bruder, ich erkläre dir alles über die Kreuzritter. Alles kein gut, Problem. Auch sogar ihre schlechten Taten. Ich werde dir alles aufzählen. Alles. Aber jetzt wirklich, ganz kurz, was Daesh gemacht hat, IS, mit Kopf ab, mit Ungläubige treffen. Ja, aber du hast es doch gerade eben gelesen im Koran. Ja, ich verstehe schon, aber das ist eigentlich, wenn ich das so lese, ich verstehe das, aber das ist eine Kriegssituation. Ja, genau. Und Daesh hat sich auch im Krieg gefühlt. Warum? Gegen die Ungläubigen, wegen einer Invasion, weil die gesagt haben, was machen die Kuffar in unseren islamischen Ländern? Das ist eine Kampfansage. Sie sind im Krieg gewesen. Richtig. Jetzt frage ich dich nochmal, was IS gemacht hat mit Kopf ab, steht es da nicht drin? Mit Fesseln, Kopf ab, steht es nicht drin? Bitte, ja, Palästin, sei ehrlich. Nein, ich bin dir ehrlich, aber es steht auch im Koran, solange du nicht deine Hand ausstreckst, um mich zu töten, so strecke ich nicht deine Hand
so strecke ich nicht meine Hand aus, um dich zu töten. Aber um das geht's gar nicht. Wieder, guck mal, ich mach's wieder, wieder. Bitte, bitte, bitte. Nein, ich weiß, du bist ehrlich. Du musst nochmal. Aber den Kontext verstehen, mein Freund. Das geht nicht ums Kontext, Habibi. Den Kontext haben wir verstanden. Kriegssituation, alles in Ordnung. Es geht aber darum, um diese Tat. Was IS gemacht hat mit den Ungläubigen. Fesseln und Kopf ab. Steht es nicht drin, was du gerade gelesen hast? Also, guck mal, wir machen das noch einfacher. Ganz kurz, wir machen das jetzt noch viel einfacher. Also, wenn du jetzt sagst, Free Palestine, dass dieser Text zu einer Kriegssituation gehört, ja, mhm. Weil die Leute im Chat sagen jetzt alle, ja, es ist aber eine Kriegssituation, ja, aber wir haben ja gesehen, dass der IS genau das Gleiche getan hat. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Ich habe jetzt den Tafsir offen. Du darfst dir aussuchen. Nein, so, mach. Okay, okay. Alles klar. Wir nehmen dir mal Tafsir al-Jalalain. Genau. Al-Jalalain, ja. Schauen uns das mal ganz. Lies vor, Bruder, langsam und deutlich, bitte. Boah. Weil ich will wirklich, weil er ist ehrlich, Bruder. Er will es wirklich verstehen. Lies vor. So, when you encounter in a battle those who disbelieve, then attack them. With the striking of the neck. With the striking of the neck. Das ist ein eindeutiger Vers. Eindeutiger Vers. With a striking of the neck, fa darba rekabi is a verbal noun in a place of the full verbal construction that is to say fa dribu. Das ist ein arabisches Wort, kann ich jetzt nicht. Alles cool, lest weiter, Bruder. Vorlesen. Then strike their necks. In other words, slay them. Ach du Scheiße. In den Tafsir ist es sogar noch schlimmer erklärt. Noch viel, richtig, viel schlimmer. Da, genau, deswegen habe ich gesagt, lies vor. Genau. Das ist sogar noch schlimmer erklärt. In other words, slay them. Ganz klar und deutlich, slay them. References is made to striking of the necks. Schon wieder. Because of the predominant cause of being slayed is to be struck in the neck. Alter, das ist ein ganz klarer Vers. Was sagst du, Free Palestine, was sagst du dazu, ehrlich? Free Palestine, ganz kurz bitte, nein, ist nicht böse gemeint. Nein, Mann. Aber dieser Vers sagt, therapiert sie hier, therapiert sie direkt. Und was haben die gemacht? Die haben das wirklich gemacht. Das ist ein eindeutiger Tafsir. Weil Flex, Tafsir, es geht darum, die sagen doch immer, was IS gemacht hat, ist nicht vom, also mit dem Koran vereinbar. Jetzt frage ich dich, wir haben aber eindeutig gerade gelesen, was im Koran steht, mit Kopf ab, TikTok sportlich. Du hast selber vorgelesen, Free Palestine. Ich habe extra gesagt, liest du vor, schlag du auf. Nicht, dass es heißt, wir lügen oder wir haben irgendwas verändert. Ich kann das nicht weiterlesen, das ist schon heftig. Das ist schon, also was hier drinnen steht, ist schon heftig. Was sagst du dazu? Vor allem, was ich halt schade finde, weißt du, was das größte Problem ist, was ich am wirklich schade finde? Yeah. Dass Allah erlaubt, Menschen diese Aufgabe zu tun. Richtig. Wenn jetzt in der Bibel drinne stehen würde, dass Jesus Christus uns den Befehl gegeben hat, Ungläubige oder Andersgläubige zu therapieren, Free Palestine, ich wäre heute Atheist. Aber das zu lesen, dass Allah das erlaubt, Bruder, das ist schon, ich bin ehrlich zu dir, ich wäre Atheist. Wenn ich sowas schon lese, und das ist das Problem, was viele nicht wissen, Free Palestine, dass so etwas in deren Buch drin steht, sogar in den Tafsir, ist noch viel schlimmer erklärt. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich das lese, ich wäre heute Atheist. Ich meine das 100%, 100%. Ich wäre Atheist. Ich hätte mir auch Gedanken gemacht, weil ich hätte das dann zurückgenommen mit, warte mal ganz kurz, IS hat nicht gehandelt, was der Islam will, aber stopp, im Koran stehen diese ganzen Verse. Es gibt noch mehr Verse. Ich kann dir Sure 9, Vers 11, Sure 9, Vers 14, ich kann dir alle die ganzen Suren geben für Palästin. Willst du aufschlagen? Ganz kurz, Schlomo. Du meinst Tötungsbefehle. Ja. Guck mal, Free Palestine, wenn du mir nicht glaubst. Nein, warum soll ich dir nicht glauben? Nimm selber den Tafsir, okay, und gib das selber ein, okay, 47,4. Und guck selber rein. Dann wirst du es selber auf Arabisch lesen können. Auf Arabisch ist es kurz erklärt, aber wahrscheinlich noch viel schlimmer, wie ich es auf Englisch gerade. Arabisch ist schlimmer sogar. Ja, da ist direkt. Viel schlimmer erklärt. Ja, Mensa, Bruder. Ja. Guck mal, hier sind ein paar Witzfiguren in den Kommentaren. Ne? Guck mal, Leute, die Muslime, die hier bellen, komm einfach hoch und hört auf zu bellen, bitte. Komm einfach, schick einfach eine Anfrage, kommt hoch. Ja, genau. Hör auf zu schreiben, Angsthase, bla bla bla. Kommt einfach hoch.
Ja, warte, ich hole den hoch. Free Palestine, schlag mal auf Sure 9, Vers 14, bitte. Sure 9, Vers 14. Und liest auch bitte vor. Ja, guten Abend. Ich würde auch mal gerne auf der Sure 4, Vers 47, Vers 4 angehen. Ja, Moment bitte. Ja, der Bruder soll es mal weitermachen. Ganz kurz bitte, weil sonst haben wir ein Chaos. Ja, genau. Alles gut, wir sind hier um einen Chronolog. Wir sind nicht hier, um zu debattieren. Ein Chronolog? Ja, alles gut. Dialog. Dialog. Also, darf ich darauf eingehen? Warte mal, welches Sure 9, Vers 14, ja? Ja, ja. Ich gehe direkt auf den Tafsir, weil da sind die Erklärungen. Aber die Schutzmonate abgelaufen, so erschlagt die Frevler, wo ihr auf... Ach so, ich kenne den schon, ich kenne das schon. Ja, lies mal vor. Darf ich ihn kurz, wenn es geht? Stamun, ganz gut, du kommst doch gleich dran. Wir reden jetzt gleich nur mit dir. Erschlagt die Frevler. Frevler, bitte, Bruder. Frevler heißt das. Frevler. Wo ihr sie findet und packt sie und belagert sie und ja. Lauert okay. Ihnen in Hinterhalt. Jetzt lese ich den Tafsir. Der Tafsir ist sogar noch schlimmer. Okay. Ich schlag ab jetzt, ich arbeite nur noch mit Tafsir. Richtig. Okay? Jetzt lese ich dir den Tafsir vor, Free Palestine. Du kannst es selber prüfen, die Quelle, das ist kein Problem. Tafsir, ich erzähle hier keine Hirngespinste. Nochmal was? Tafsir ibn Kathir. Soll ich Jalalain, Ibn Abbas oder welches willst du haben? Egal welches, mach eins. Weil die sind alle authentisch, Habibi, die sind alle authentisch. Wie du möchtest. Aber wie du möchtest, wenn du Ibn Kathir machst oder Ibn Kathir, kein Problem. Ich nehm auch Ibn Kathir, ist kein Problem. Ich lese es mal vor. Also, fight them and God will chase them. He will have them killed at your hands and degrade them and humiliate them. Alter. Through capture and subjugation, and he will give you victory against them. Also Allah befürwortet das sogar. Er sagt, hey, haltet sie fest, therapiert sie, bekämpft sie, and he will heal the breasts of the people who believe, removing the harm done to them. These are the Banu Kusa, oder wie das heißt. Ich kann das auf Arabisch jetzt nicht. Ja, kannst du mir aber sagen, warum es so war? Warum das die Zeit so war? In dieser Zeit. Aber Bruder, darf ich dir was sagen, Bruder in Adam? Das ist alles cool. Das ist ein gültiger Vers. Das ist kein Vers, wo drinne steht, das gilt in der Zeit der Kriegszeiten. Steht nicht da drinne. Deswegen habe ich extra den Tafsir aufgeschlagen, damit keiner sagen kann, ja, aber es gilt nur zu Kriegszeiten. Steht nicht hier drinne. Deswegen habe ich extra. Ich habe das ja nicht gesagt. Alles gut. Weil das Problem ist, wenn ich nur den Koran nehme, dann sagen die Muslime alle, ja, aber das gilt zu Kriegszeiten. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, wenn sie diese Karte spielen wollen, absolut dann, nicht. Dann gehen wir direkt in den Tafsir. Und da kann keiner mehr sagen, ja, aber Kriegszeiten. Nein. Das ist guck mal, Flex, ich bin kein Heuchler. So, wenn ich sag ja nicht, es war während der, es ist immer noch gültig, ich weiß es. Aber kannst du mir mal sagen, warum es in der damaligen Zeit so war? Also denkst du, der ist nicht mehr gültig für die Zukunft? Ist er nicht mehr gültig? Er ist noch gültig, 100%. Also, das ist die Antwort, aber das war die Antwort. Zeit, warum es? Aber es geht nicht um diese Zeit. Es geht ja um dieser Starmon da oben, ne? Ist dieser Vers auch in Zukunft, wenn es eine Kriegssituation ist, gültig oder ungültig, Stamon? Der Koran ist für alle Ewigkeiten. Dankeschön, ich danke dir. Das heißt, diese Sura und diese Aya ist auch für die Zukunft. Slomo, du hast mich nicht verstanden. Ich habe gemeint, warum war es in dieser Zeit so? Aber warum? Es geht ja nicht um, es gibt, guck mal, Habibi, ganz kurz, Stamon, wir reden gleich, wirklich versprochen. Weißt du, um was es mir geht? Was mir, Mensa oder mein Bruder Raphael oder Flex geht? Es geht um was anderes. Es geht um diese Situation. Ich stell dir mal vor, jemand kommt, sagt zu dir, Habibi, komm mal her, du ungläubiger Käfer, Kopf ist ab. Mir geht's um dieses Handeln. Kopf ab, TikTok sportlich. Diese Nackentherapie, Bruder, das ist menschenverachtend. Wie kann ein gerechter, liebevoller Gott zu dir sagen, auch für die Zukunft, das machst du in der Kriegssituation mit diesen Kuffar? Bruder, ganz ehrlich, ich hätte mir da echt Gedanken gemacht. Was ist denn das? Was ist denn das? Aber wie Kopf ab? Das, was Daesh und IS gemacht hat. Das ist doch 100, hier steht's doch drin.
Mach dir doch mal Gedanken, Free Falastin. Mach dir mal bitte Gedanken. Was ist denn das? Mach mir doch die Gedanken. Ich will ja nur wissen. Aber das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Okay, das ist gefährlich. Bitte ran. Ja, gerne. Ja, und zwar das Thema ist ja die Suche Vers 47, ja? Ja. Und zwar geht es dort nicht um den Christen, sondern um den Stein der Quraysh. Ich weiß, du wirst es wahrscheinlich die erste interpretieren, dass die erste damals der Christen enthauptet hat. Ja. Mhm. Aber in den Kontext geht es nicht dort um Christen, sondern um den Stein der Quraysh, ja? Was waren die Quraysh für welche? Kurz erläutern, ja, ganz kurz. Diese ja, also, Leute vergruben ihre eigenen Töchter im lebendigen Leibe. Guck, Bruder, das genau da. Das. Ganz kurz. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich wollte es kurz erläutern. Okay, ich warte, bis ihr fertig seid und dann sage ich was dazu. Alles gut. Nachdem Mohammed a.s. den Koran in Mekka verkündet hatte, haben die Stämme in Mohammed und seine Anhänger verfolgt, getötet und vertrieben. Aber um das geht's doch gar nicht. Es geht um die Handlung. Schlomo, lass ihn reden. Ich will es mal erklären, ja. Diese Menschen also. verbrannten sie im lebendigen Leibe. Schlomo meinte, es geht um die Handlung, was da kommt. Aber ganz kurz, dann geht's weiter. Nach Jahrzehnten durften die Muslime sich endlich verteidigen. Und Allah erlaubte, gegen diese Stämme vorzugehen. Und es heißt, wenn ihr im Kampf, also im Kampf auf sie stößt, dann kann man ihren Nacken abpacken. Ist auch kein Problem. Also im Kampf darf man ja auch alles Mögliche. Das ist ja Krieg. Okay, Star, darf ich reden? Nee, dann geht's weiter. Und wenn der Kampf Star endet, muss, dann warte, sollte man diese Leute fesseln. Okay, warte. Fesseln, ja. Bruder, das Ding ist, wenn deine Mutter im Gefahr ist, Bruder, und dann willst du gar nichts machen. Was willst du kommen mit Schokolade? Ganz kurz, Bruder. Milka-Schokolade, Bruder. Und zwar, wenn der Krieg zu Ende ist, dann sollte ja, man diese ey, Menschen dann du tötest meine fesseln. Mutter, aber ich liebe dich. Alles gut, Rübe. Wir klären das gleich. Ich will nur dazu gleich was sagen. Ich will nur, dass also, Darwin zu Ende redet. Alles gut. Ja, danke schön. Also Sure 47, Vers 4 sagt erstens aus, dass der Vers auch auf eine Schlacht in Badr gegen Quraysh ging. Aber nicht gegen Christen. Aber ja, keiner von uns hat über Christen gesprochen, Samon. Keiner hat über Christen gesprochen. Das ist ein Christengemeinde, das hat doch keiner gesagt. Hier steht doch ein durch Ungläubig. Schlomo, ja, bitte, Schlomo. Sorry. Weil ich möchte danach dann was Schönes sagen, damit er versteht, worauf ich hinaus möchte. Deswegen, ganz ich lasse ihn zu Ende sprechen. Das ich sage, es ist ein grausamer Gott, der sowas zulässt. Aber was für ein Gott habt ihr? Jesus, Gott erlaubte euch. Dazu kommen wir auch noch, ist kein Problem, aber lass uns mal das erstmal fertig machen. Erlaubte euch, weiß, in 1. Samuel, Kapitel 15. Bleib doch bei der Sura, bitte, geh nicht auf die Bibel, wir machen das doch gleich, chronologisch. Ganz kurz, ich will das nur so verdeutlichen, was in das bringt ja noch nichts, das bringt dir doch gar nichts, bleib doch bei der Sura. Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge. Also, schon mal dran, wir sprechen, das ist kein Problem. An deiner Stelle würde ich hinschauen, Gott der Bibel. Bitte mal zu, bitte. Das zeigt sich, wie alt er ist. Bitte, ist was ist schlimmer, Soldaten im Kampf zu töten oder Säuglinge zu ermorden? Okay, und dazu fertig. Kommen wir auf. Die LRA hält sich auf. An der Bibel. Ihr kennt die LRA, Joseph Kony. Das ist ein richtiger wahrer Christ. Sind Samuel. Für euch, die ISIS wahre Muslime, ist LRA wahre Christen, die töten Samuel. Die Säuglinge. Und, hey. Stamut, wir kommen mal, gleich zu deinem Punkt. Du weißt gar nicht mal, um was es da geht im Alten Testament. Bruder, viel zu durcheinander, ehrlich. Da macht tausend Themen auf, weißt du, ist schade. Stamut, egal was sonst ist das Chaos. Kinder, Babys, so durcheinander, Mann. Soll man dein Baby töten? Ja, guck mal, Falastin, der redet über Baby und so Sachen. Verstehst du, voll Thema verfehlt. Habibi, Jan, was ist das? Nein, ich vergleiche es nur. Du brauchst noch nicht vergleichen, Habibi. Aber das ist... So, ich musste jetzt ganz kurz stoppen, damit er versteht, worauf ich hinaus möchte. Also Star Moon, über das Alte Testament können wir gerne sprechen, aber was ich gemerkt habe, Star Moon, dass bezüglich des Alten Testaments hast du keine Ahnung. Das ist nicht böse gemeint. Altes Testament musst du lesen, um zu verstehen, um was es da geht. Ist der jetzt rausgegangen? Der ist rausgegangen. Das ist doch nicht sein Ernst, ey. Naja, egal. Was auch immer. Ich hab's jetzt versucht, ich wollte ihm nur was sagen, aber egal. Ja. Bruder, der wollte einfach nur hier ein bisschen Theater machen, was ich schade fand, weil mit Free Philistine hat es voll schön geklappt. Ich dachte, er kommt als Verteidigung, als Anwalt wenigstens, dass er ihn verteidigt. Was hat er gemacht, Bruder? Babys töten. Guck mal, Free Philistine unter uns. Ich gebe dir ein Beispiel. Dieses Argument von ihm ist so schwach, ich sag dir auch warum. Glaubst du an die Sintflut von Nuh? Nuh alayhi salam, ja. Du glaubst daran? Warum hat Allah dort auch die Kinder umbringen lassen mit der Sintflut? Warum?
Davon weiß ich nicht Bescheid, darüber kann ich da, dann lies doch, Habibi, guck, das meine ich doch. Das sind Argumente, das ist so blöd, da kann man gegen sie verwenden. Was ist für ein Argument? Richtig. Was für ein Argument? Aber guck mal, Flex, du hast es doch gerade voll gut gesagt. Du musst auch verstehen, warum die Situation damals so war. Also du musst auch gehen. Deswegen habe ich extra die Tafsir aufgeschlagen, um es zu verstehen. Aber weißt du, um was es geht? Nicht nur die Situation. Guck mal, ja, sogar wenn jemand, Flex, ganz kurz, Flex hat ein Problem mit einer Person. Ich gebe dir ein Beispiel. Flex hat ein Problem mit jemandem, okay? Flex will sich als Beispiel rächen. Glaubst du, Flex geht mit dem Schwert und will seinen Kopf ab... Sorry, TikTok sportlich. Er wird ihn von mir aus verprügeln, als Beispiel, oder wir nehmen andere Personen, töten, ne? Aber Kopf ab ist hat was zu symbolisieren. Ja, Kopf ab. Das hat eine ganz, ganz bestimmte Symbolik dahinter mit Kopf ab, TikTok sportlich. Und das ist abartig, das ist nicht ein normaler Tod. In Amerika, ja, ein Mörder bekommt, sagen wir mal jetzt mal, lebenslänglich, ne? Aber wenn er ihn, sag ich mal, zerstückelt hat, kriegt er dreimal lebenslänglich. Warum? Weil die Stufe quasi, dass er den Toten auch noch, sag ich mal, zerstückelt hat, ist noch mal höher. Ja. Verstehst du, weil das noch grausamer ist als ein normaler Tod. Und wenn wir hier reden von Kopf ab, Habibi, Kopf ab, das ist abartig. Ja, Bruder, aber das ist abartig. Du kannst doch nicht die S vergleichen mit einem Verteidigungstafsir. Okay, was da ganz, ne? Ganz kurz, ich grätsch rein. Die Hadithe, wenn du die Hadithe liest, die bestätigen ja nur den Koran. No. Aber du hast es nicht gerade bestätigt. Okay. Ganz kurz. Verstehst du, was ich meine, worauf ich hinaus will? Nein, habe ich nicht. Ich bin ehrlich. Ich habe es nicht verstanden. Ganz kurz, Free Palestine. Ja, weil die Hadith bestätigen den Koran. Ja, Bruder, die Hadith ist sogar noch schlimmer. Die Hadith ist noch schlimmer. Ja, Bruder, aber die Hadith erklären dir nicht, warum die Situation damals so war. Erklär mir doch die Situation, warum es so war. Palästina, aber ganz Flex, Bruderherz, du kannst gleich reden. Noch dieser Punkt, Bruderherz, ich küsse dein Herz. Free Palestine, weißt du, um was es geht? Komm mal nochmal unter uns. Es geht nicht um die Situation. Das ist dreifacher Mord. Wenn man jemanden nicht nur tötet, TikTok Sport, sondern seinen Kopf ab. Das ist eine Stufe erreicht. Das ist teuflisch. Also das ist wie schon teuflisch. Das ist ja abartig. Jemanden nicht nur umzubringen, TikTok sportlich, sondern auch noch den Kopf ab. Das ist extrem menschenverachtend. Nicht nur jemanden zu töten, sondern seinen Kopf ab. Was soll es denn symbolisieren, den Kopf ab? Angst und Schrecken. Verstehst du? Angst und Schrecken. Und das hat auch Daesh erreicht. Mit Kopf ab. Weißt du, dieses normale Morden, das siehst du überall in Kriege. Aber Kopf ab, das soll was symbolisieren. Angst und Schrecken. Und das hat auch, ja, das hat es auch gebracht. Haben wir gesehen. Jeder hat Angst von denen gehabt. Die waren ja krank. Und das will ich damit sagen. Und das steht im Koran. Verstehst du, wie ich meine? So, du musst dir mal Gedanken machen für Palästin. Ja, nicht mal unter uns. Ich weiß, du bist schon vernünftig. Du bist vernünftig. Ja. Ich weiß das. Ich weiß auch, dass du das alles aufnimmst. Du bist vernünftig. Mach dir mal Gedanken. Das kann doch nicht von Gott kommen, sowas. Kopf ab. Ja. Habibi, ich bitte dich. Selbstverteidigung. Ich bin mit dir. Aber nicht nur jemanden töten, sein Kopf ab. TikTok sportlich, muss es immer wieder sagen, damit wir nicht gesperrt werden. Das ist doch nicht normal. Ja, das ist schon heftig. Das ist abartig. Und dann packen die auch noch den Kopf und zeigen es in der Kamera, was Daesh gemacht hat. Ey, das steht drin. Das sind absolute Wichser, aber die haben... Aber es steht drin, Habibi, es steht drin. Nein, guck mal, jetzt musst du... Du hast doch selber gelesen. Oh, ehrlich, Slomo, ich bin korrekt, ja, aber jetzt übertreibst du, Wallah, jetzt übertreibst du. Steht das, hast du es nicht gelesen? Diese Situation hat nichts mit dem Koran zu tun, diese Situation... Das Habibi, steht das nicht drin? Bitte. Okay, ganz kurz. Stand doch drin. Ich möchte kurz eingreifen. Omar, Raphael, bitte alle beide, wenn möglich, nur auf stumm gehen, weil sonst haben wir ein Chaos. Weißt du, ich möchte, dass es professionell läuft hier. Ganz wichtig, Free Palestine. Du hast ja vorhin etwas erwähnt gehabt, wo ich ganz schnell gesagt habe, Free Palestine, mein Bruder, in Adam. Du hast ja erwähnt gehabt, ja, alle sind stumm, wir haben 500 Leute, die hier zuhören. Ich beschäftige mich extrem mit diesen Sachen. Wirklich. Und das schon seit mehreren Monaten. Ja. Lass mich mal ehrlich sein. Wenn ich dir jetzt einen Fehler zeige, hier drinne, mit den Hadithen und dem Koran. Egal. Das ist falsch, wenn ich das sage. Du hast doch gesagt, die Hadithe bestätigen den Koran, richtig? Die erklären den Koran, ja.
Die erklären den Koran. Sehr gut. Okay. So wie der Talmud die Bibel. Die Hadithe sind die Ergänzung. Das ist über das Leben von Muhammad. Okay, sorry. Gut. Shlomo, gib mir eine Sekunde. Ich mach das kurz und dann kannst du auch gleich wieder weiterreden. Der Talmud hat mit der Bibel nichts gemeinsam. Der Talmud, die Rabbis, die den Talmud geschrieben haben, haben nie mit Gott gesprochen. Der Talmud, die Rabbis, die da drinnen sind, waren nie Propheten. Gott hat nie zu ihnen gesprochen und sie waren auch nie Propheten. Sie haben nie den Heiligen Geist empfangen und somit können sie die Bibel auch nicht auslegen. Sie können vielleicht erklären, ja, das war das und das, aber der Talmud hat mit der Bibel keine Gemeinsamkeit. Null. Weil der Talmud wurde was? Von einem Rabbi verfasst, aus seiner eigenen Philosophie quasi. So musst du es dir vorstellen. Ja? Guck mal, Fleck, tust du mir einen Gefallen? Einen kleinen Gefallen. Wenn er beleidigt, schmeiß ihn raus. Anwar, hol den mal hoch, bitte, Anwar. Bruder. Nein, Bruder, nehme ihn nicht hoch. Bruder, das ist unnötig. Lass mal andere, weil gerade passt das. Der Omar, richtig. Ich gehe davon aus, dass der... Bruder, das Gespräch ist wunderschön, wirklich. Das freut mich sogar selber, dass er mit ihm... Wir brauchen Hammer. Keine Rumgeschreie, Beleidigungen. Ja, der ist unzivilisiert, Bruder. Nee. Das ist, hat nichts mit Angsthase zu tun. Das einfach hat keinen Wert. Ich weiß es. Der hat auch keine Ahnung, Bruder. Er wird dir nicht helfen. Er hat selber keine Ahnung von sowas. Nein, guck mal. So, ja. Ich weiß auch einiges über die Bibel. Ich weiß auch über den Talmud. Ich weiß auch über den Neuen Testament. Alter, das ist kein Problem. Aber das, was dieser Star-Moslem oder so, ich versuche euch nicht damit anzugreifen. Ich weiß, dass diese Sachen da drin stehen. Ich greife euch aber nicht persönlich damit an. Kannst du auch gar nicht. Weißt du warum? Der Talmud ist für uns kein Maßstab, Bruder. Weißt du? Darf ich nur mein Wort noch zu Ende führen, Leute? Okay, Bruder, mach. Darf ich nur mein Wort zu Ende führen? Guck mal, ich zeig dir jetzt was. Okay, Free Palestine, ich lese es dir ganz normal vor. Okay, ich lese es dir ganz entspannt vor. Und du wirst dann auch erkennen, was ich dir damit sagen möchte. Also, du musst aber sehr gut zuhören. Wir haben jetzt 500 Zuschauer. Ich werde dir jetzt zeigen, dass wir einen Riesenfehler in den Hadithen haben und in den Koran. Du wirst es selber raushören. Du musst mir nur zuhören. Mensa muss raus. Okay. Mensa, Gottes Segen, Mensa. Ich küsse deinen Bruder. Du musst auch zwischen Hadithen unterscheiden, die authentisch und daif sind. Ja, ich weiß. Mach dir keine Sorgen. Ich kenne mich damit schon aus. Keine Sorge. Also, wir haben einmal Sure 2, Vers 22. Sure 2, Vers 222. Jetzt musst du gut zuhören. Ich lasse auch gleich den Shlomo weiterreden. Sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern. Der Koranvers sagt klipp und klar, halte dich von Frauen fern, die eine Monatsblutung haben. Okay, so. Jetzt gehen wir zu Sahih al-Bukhari. Ich ganz weiß kurz, was wir machen wird. Warte, Free Palestine, bitte. Alles cool. Bitte. Ich weiß aber, was kommt. Ganz wichtig. So, jetzt auf Sahih al-Bukhari 300, weißt du was? Ich nehme nicht mal das, ich nehme sogar ein anderes. When Apostle war intended to associate the lie with any of his wives, who was meant, oh mein Gott, das ist der schlimmste Vers. Okay. Sunan Abi Dawud 2167. Okay, also, wir halten fest. Sure 2, Vers 222 steht klipp und klar, wenn eine Frau menstruiert, halt dich fern von der Frau. So, jetzt gehen wir aber in den Hadithen und jetzt lesen wir. Du musst gut zuhören. Regarding the menstruation woman and the embracing them. Okay, so jetzt hörst du aber, was der Prophet gemacht hat. Maimuna, daughter of Al-Harad, said, when Apostle of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, intended to associate and lie with any of his wives who was menstruating, he ordered her to wrap up the lower garment, the loincloth, and then he had association with her. Es geht um die Frauen, die noch keine Monatsblutung durch haben, also die keine
Darauf basiert man, darauf gehst du jetzt ein, dass das Kinder sind. Das warte ganz kurz. Das, nein, Flex, nein, Flex, Flex, hast du den Tafsir, Flex? Hast du den Tafsir? Nein, das ist der Hadith. Ja, der aber Hadith. Damit sind weil es steht im Koran. Es steht auch im Koran, Bruder. Das steht auch im Koran. Guck mal nochmal. Du hast mich nicht verstanden. Guck mal, doch, ich habe nicht verstanden, dass im Koran steht, dass du keine Frau anfassen darfst, die keine Monate bekommt. In Hadithen und dem Hadith steht, euch ist erlaubt, die mit Frauen, die noch keine, ich weiß schon. Flex, okay. Mach mal Sure 65, Vers 4 mit Tafsir. Da steht sogar Kinder sind gemeint. Okay. Gleich. Ich will bestätigt. Nur nicht, dass wir zum einen. Das ist selbe Thema, Bruder. Es bestätigt nur das, was du gesagt hast, mehr nicht. Ja, aber ich will nur kein Durcheinander. Deswegen will ich eins nach dem anderen. Cool. Also, Free Palestine. Ich helfe dir nochmal. Guck mal. Ich will nichts Böses, um Himmels Willen. So, wir haben hier, Nico, danke schön, dass du es mir gesagt hast. Ich weiß Bescheid, Bruder. Wir haben hier einen Riesenwiderspruch. Weißt du warum? Sure 2, Vers 222 sagt klipp und klar, fass die Frau nicht an, wenn sie menstruiert. So, aber wenn wir sogar in Sahih al-Bukhari 302 kommen, ja, lesen wir. On the authority of his father Aisha said, whenever Allah's Apostle, Allah's Messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanted to fuddle any one of us during her periods, menses, he used to order her to put on an izar and start folding her. Aisha added, none of us could control his sexual desire. Oh mein Gott, das ist mehr als genug. Keiner konnte seine sexuellen Gelüste kontrollieren. Das ist krank. Free Palestine, ich meine das ernst. Nimm's mir nicht übel, aber das ist krank. Krank. Kannst du mir das bitte auf Deutsch, weil Englisch ist nicht meine Stärke. Also nochmal. In Sure 2, Vers 222. Ganz klar und deutlich, fass die Frau nicht an, wenn sie menstruiert. So, wenn du aber in den Hadithen gehst, bei 302, der Prophet, sorry, ich weiß, du hast Ramadan-Zeit, das soll auch keine Beleidigung sein, der Prophet war so horny, sorry, wenn ich das sagen muss, TikTok sportlich, er war so geil, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte und trotzdem die Frauen dazu gebracht hat, mit ihm was zu haben. Da haben wir einen Widerspruch. Allah sagt, mach das nicht, der Prophet macht es aber. Oh, boah, Flex, Mann. Du hast... Was meinst du mit Horny? Was meinst du? Ja, ich weiß, dass er geil war, aber meinst du, das kommt jetzt darauf zurück, dass das... Bruder, den Monatsblutungen, dass sie... Free Palestine, Bruder, hast du den Fehler... Ich bitte dich nur im Namen Gottes, ich meine das ernst. Hast du den Fehler erkannt? Bitte. Nein, ich habe den nicht erkannt, ohne Witz. Dann mach's nochmal, okay. Flex, langsam, mach's nochmal. Ich mach's nochmal klar und deutlich. Auf ich Deutsch, mach's nochmal klar und deutlich. Auf Deutsch, okay. Bruder, übersetz auf Deutsch auch, weil viele haben Kommentare geschrieben, die können nicht... Ich mach's auf Deutsch, ist kein Problem. Sehr schön, Bruder. Also... Sure 2, Vers 222. Sagt Allah klipp und klar, wenn eine Frau menstruiert, Finger weg, fass sie nicht an. Okay? Das hast du verstanden, oder? Ja. Okay, gut, sehr gut. Jetzt gehen wir in Sahih al-Bukhari 302. Ich erkläre es dir auf Deutsch, ganz einfach. Boah, das ist schon hart. Ich lese es noch einmal vor und dann erkläre ich es dir auf Deutsch. Allah's Messenger, Muhammad alayhi wa sallam, wanted to fuddle any one of us during her periods. Also, du weißt schon, was ich meine. Ich muss es jetzt nicht sagen. Alles cool. He used to order her to put on an izar and start fuddling her. Aisha added, none of us you could control. Oh, sorry, jetzt bin ich echt zu schnell. Aisha added, none of us you could control his sexual desire as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam could. Das heißt also, keiner konnte ihn kontrollieren, weil er immense du weißt schon, Schwierigkeiten hatte, um seine Druck. Er hat sich nicht unter Kontrolle gehabt, ja, noch besser gesagt, er hat sich nicht unter Kontrolle gehabt und somit, auch wenn die Frauen menstruiert haben, hat er sie trotzdem, ja,
Du weißt schon. Mehr muss ich nicht sagen. Du weißt schon. Du weißt schon. Free Palestine, ich glaube, ab hier ist es mir echt zu viel. Aber ich kann dir die Quelle geben. Ich gebe dir nur einen Rat von mir. Lass dich von niemanden anlügen. Die Worte hier sind klar und deutlich. Nein, Mann. Schreib es dir auf. Sahih al-Bukhari 302. 302. 302. Und dann einmal die Sure, wo ganz klipp und klar besagt, dass es verboten ist. Sure 2, Vers 222. Das ist ein Knockout-Vers eigentlich. Also das kann man nicht mehr retten und das kann man auch nicht mehr schönreden. Das kann man echt nicht mehr schönreden. Ne? Das kann man echt nicht mehr schön. Ich meine, guck mal, mit dir kann ich reden, weil du willst... Absolut, reden. Absolut, genau, Bruder, mit dir kann man reden. 100%. Weißt du, bist jetzt nicht so einer, der bei allem sagt, nein, das ist nicht so, nein, das ist nicht so. Du bist wenigstens einer... Er will es verstehen, Bruder, ich habe es auch gemerkt. Er will es verstehen. Genau. Und er recherchiert selbst, er schreibt auf, weil glaub uns nichts, recherchiere selber. Wir haben dir die Quelle gegeben. Chill doch, Mann, jetzt, Mann, chill doch. Oder weil, guck mal, ich sag dir warum. Die meisten, die hochkommen, ja, zu 99% bei Flex oder bei mir oder auch bei Bruder Mensa und bei vielen anderen Geschwistern, da kommt immer die Aussage, als hättest du wirklich einen Radiorekorder so aufgenommen, ne? wie so ein DJ, du lügst, gelogen, falsche Übersetzung, Arabisch kann man nicht übersetzen. Das können wir nicht mehr hören. Bruder, wie können das, ich krieg Ohrenschmerzen, mein Kopf platzt. Ja. Irgendwann kannst du nicht mehr hören, weil du denkst, was ist denn das für eine Aussage jedes Mal? Guck, deswegen, ich sag ja, meine Idee ist es wirklich, ich will einen Kanal aufbauen, falls ich das gemacht habe, ihr seid alle herzlich willkommen. Dankeschön. Gerne. Ich mache einen Kanal auf, dann können Muslime mit Zeit, es soll fair sein, weil ich habe langsam wirklich die Schnauze voll, auch vom TikTok, weil TikTok ist nicht dafür da eigentlich, weil TikTok ist einfach da, wo man zeigt, wo man tanzt und so, und jetzt habt ihr so einen Krieg draus gemacht. Ich red nicht von einer Seite, ich red von beiden Seiten. Aber kann ich dich was fragen? Ja. Bitte, so wirklich, wirklich menschlich. Ich habe eine Frage an dich. Alles gut. Weil du gerade das Thema aufgemacht hast, es ist sehr, sehr interessant. Flex, guck mal, pass auf. Er hat doch gesagt, es ist wie ein Krieg geworden, ne? Zwischen Christen und Muslime, sage ich jetzt mal hier auf TikTok. Sehr, sehr interessant. Ich kann darauf eingehen. Sack, ich kann dir antworten. Du kennst auch Pierre Vogel. Ja. Du kennst auch Abul Bara, ja. So. Die zwei, ja, das sind quasi so die Köpfe dieser Fitna, was du hier überall siehst, was zum Beispiel Muslime hier machen, in TikTok oder in Instagram oder in YouTube, gegen Christen hetzen. Es kommt erstmal von diesen ganz hohen Köpfen. So, jetzt kann man sagen, okay, die zwei haben Fitna gemacht, alles schön und gut. Nein, diese Fitna, die kommt direkt aus dem Koran, weil da steht ausdrücklich über Juden und Christen. Das heißt, die kommen nicht einfach und schießen gegen Christen, sondern die kommen direkt auch von ihrer Religion, weil es drin steht, Habibi. Ich kann dir jede Quelle geben, wo die gegen Juden und Christen hetzen. Verstehst du? Das kommt direkt aus der Religion. Und Christen zum Beispiel, die können nicht argumentieren aus der Bibel und sagen, ihr Muslime habt ein gefälschtes Buch, ihr Muslime seid so und so. Weißt du warum? Muslime kommen in der Bibel nicht mal vor. Ein Christ würde sich niemals interessieren für den Islam. Er würde niemals über den Koran sprechen. Christen interessiert das gar nicht, was ein Muslim glaubt. Was er macht, interessiert ihn nicht. Euch interessiert nur die Fakten, was da drin steht über Juden und Christen. Dankeschön. Es ist eine Sache zwischen Christ und Juden als Beispiel, ne? Wenn es jetzt Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber zum Beispiel Islam interessiert einen Christen gar nicht. Aber das, was Christen hier machen, ist eine Aufklärung, weil viel gelogen wird über die Bibel, was nicht stimmt, erstens. Genau. Zweitens, der Koran, Bruder, der schießt direkt über das Injil, über die Taurat, über die Nasara und über die Yahud. Er schießt direkt über sie und wir fühlen uns angegriffen natürlich. Ja? Weil die beleidigen unser Kreuz, sagen, ja, Jesus wurde sich gekreuzigt, ihr Kreuzanbeter, ihr Menschenanbeter. Warum wird man so beleidigt? Warum? Richtig. Also dieser Krieg kommt von einer Seite und wir verteidigen uns nur für das Ding. Guck mal, ich mache jetzt nicht hier einen auf Opfer und so. Vertrau mir, wenn du wirklich deine Augen und dein Herz aufmachst. Ich bekomme das doch alles mit und es geht mir auch, ich sag das doch ehrlich, ich bekomme das alles mit. Ich sehe auch was ich will nicht gegen Abul Qasim was Falsches sagen, weil er ist mein Bruder im Islam. Aber du siehst, wie er sagt, ne? Dein Gott Windel, deine Gott Nas, deine Gott ist eine so, er ist eine Homo und etc. Aber Bruder, das ist doch nicht normal. Darf ich diesbezüglich noch was hinzufügen? Ja, gerne, Bruder. Aber du musst auch mal die andere Seite sehen. Ich bekomme auch viel von der anderen Seite mit. Zum Beispiel ein
Amir oder wie der heißt. Ex-Muslim? Ja. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wer das ist, aber ja, rede. Ich hör dir zu. Ihr trinkt Kamelurin, haha. Und soll ich dir zeigen, wo das steht? Soll ich dir zeigen? Tatsächlich, dass mit den Kamelurin steht. Ist doch hier. Ja, soll ich dir vorlesen? Jungs, ich verstehe euch. Aber er zieht das so ins Lächerliche durch. Es ist doch aber lächerlich, Habibi. Kamelurin trinken, die sagen, das heilt gegen Krankheiten. Jede Art würde ich auslachen. Und es gibt Videos, Abul Bara und so, die haben Videos gemacht, die trinken Kamelurin. Darf ich sogar noch was hinzufügen? Ja, guck, aber Bruder. Du sagst jetzt, das ist lächerlich, Bruder. Oder natürlich. Aber für die nicht. Für ja, die Bruder, nicht. Aber da mach doch mal deinen Menschenverstand. Du hast einen Menschenverstand. Ja, aber die sind doch damit groß geworden. Wer kann weg? Hinterfragen, Habibi. Free Palestine. Warte, mein Freund. Ich kann doch nicht zu Fleck sagen, ja, komm zum Islam. Wo will er wissen, was Islam ist, wenn er damit nicht groß geworden ist, wenn er mit seinem Glauben groß geworden ist? Okay, lass es mal beiseite. Es geht jetzt um diesen Fakt über Kamelurin. Bruder, mach doch mal deinen Kopf, wirklich. Schalte mal, ich weiß, du hast einen normalen, gesunden Menschenverstand. Ich weiß das. Ja. Schalte mal deinen Kopf, okay? Es gibt sogar ein Hadith, wo steht, es 7 Datteln, das hilft gegen Gift. Du wirst gebissen von einer Black Mamba. Habibi, du wirst gebissen von einer Black Mamba. Nimm 7 Datteln und ich gebe dir jetzt schon eine Garantie. Du wirst sterben innerhalb von einer Stunde. Oder so. Ist doch Schwachsinn, wie Datteln hilft. Das ist sahih auch noch. Aber das ist, wie gesagt, kann jeder glauben, wie er will. Aber hinterfrag mal, das bringt nichts. Du wirst dich selber umbringen, wenn du das machst. Kamelurin, Bruder, du wirst ins Krankenhaus gehen. Du wirst Probleme bekommen mit deiner Niere und so. Wie Kamelurin hilft. Lass mich da ganz kurz. Sag mal bitte die Verse ganz laut für alle. Wegen Kamelurin? Ganz kurz. Leute, bitte ganz kurz. Gerne, Bruder, mach's. So. Free Palestine, mein Lieber. Ich finde, du bist wirklich sehr angenehm. Sehr, sehr. Aber das, was ich dir heute gezeigt habe, ja, ich sag dir offen und ehrlich, wie es ist. Diese Quelle, die ich dir gegeben habe, ist einmal Sahih al-Bukhari. Sahih ist sehr authentisch. Plus, lass uns ehrlich sein, ja, du musst mir wirklich auch gut zuhören, was ich sage, und das hören die Muslime nicht gerne. Ich sag dir ehrlich, das hören. Ich habe das gerade gegoogelt mit Kamelurin und Forscher und Universitäten bestätigen das. Nein, Bruder, hör auf, bitte hör auf. Nein, ohne Witz, ich habe. Habibi, es gibt die größten Debatteure, haben sogar. Vertrau mir, ich habe gegoogelt, wir haben alle gegoogelt. Ich habe auch viel Palästina, verstehst du Arabisch? Wenn ich darf. Nein, der kann nicht, der kann kein Arabisch sein. Okay, da gab es so ein Fatwa, gell? Wie viele Fatwa in Ägypten? Gab es einen Imam-Sheikh-Fatwa in arabischen Ländern? Das sind auch hinkommen. Ja, Fatwa, genau. Gab es Fatwa in arabischen Ländern, weil ich komme von arabischen Ländern, verstehst du, was ich meine? Hallo, guten Abend, ihr Lieben, Gottes Segen, sorry, ich habe mich begrüßt, Gottes Segen, Flix. Gottes Segen, Farah, wie geht's dir, Schwester? Gut, meine Bruder, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gehört. Ja, du lässt dich ja auch nicht mehr blicken, Schwester. Wie, was? Ja, was soll ich machen, Bruder, ich arbeite richtig viel, ich arbeite manchmal. Ja, also jetzt wird mal Zeit, dass du mal runterschraubst. Genau, das habe ich auch so gemacht. Gottes Segen, ihr Lieben. Gottes Segen, ihr Schwachsinn. Gottes Segen. Ja, habe ich gedacht, dann komme ich heute ein bisschen zu Flix. Ja, ich habe dich auch vermisst, ganz ehrlich, Bruder. Ja. Nein, nur alles, Bruder. Denkst du nicht falsch? Denkst du keine Haram, bitte? Nein, ich mache Spaß. Ja. Ich wollte nur sagen, gab es ein Fatwa, Free Palestine heißt der, ja. Gab es ein Fatwa in Saudi-Arabien zum Beispiel, die haben das wirklich mitgemacht. Zum Beispiel in Ägypten, gab es auch ein Fatwa, Imam Sheikh, weißt du, das war auch ein Al-Huwaini, ich weiß, ob du so ihn kennst, das ist schon Al-Huwaini bekannt, ja. Ja, Sheikh Al-Huwaini, das hat er auch, das dieser Fatwa gemacht, wie heißt die noch, Al-Asyuti, Al-Imam, ein ägyptischer Imam heißt Al-Asyuti. Al-Asyuti, das hat er auch zum Beispiel Afatwa gemacht wegen Urin, Kamelenurin zum Trinken. Das heißt, hilft der Gesundheit und wenn niemand krank ist.
Und deshalb, ja, wo haben die, hast du schon mal daran gedacht oder schon mal überlegt, von wo kommt diese Idee oder von wo kommt das Gedanken? Verstehst du, was ich meine? Das kommt von den Hadithen zum Beispiel. Und, ich möchte sogar noch was hinzufügen. Ja. Ich fress ein Besen, wenn es gegen Krebs hilft. Ich fress ein Besen, wenn es gegen Krebs hilft. Danke ganz dir, kurz. Danke. Nein, es kommt wirklich. Leute, ganz kurz. Deutsche ganz Experten und in der Universitätsklinikum haben das bestätigt. Was haben die bestätigt? Was haben die bestätigt? Ich habe das. Nein. Erklär mir mal kurz, was bestätigt. Google, lies mal vor. Was steht da? Oh, jetzt muss ich wieder dorthin, Mann. Nein, sag mir, was die genau sagen. Es ist halt gegen Krebs, ne? Gegen Krebs halt es? Bruder, es wird Krebs sogar noch vergrößern. Nicht heilen, vergrößern sogar. Ja, aber guck mal, rein wissenschaftlich, rein biologisch, das Urin ist nicht so wie ein menschliches Urin. Bruder, ist sogar noch schlimmer. Das ist gelb, Alter. Du kriegst einen Ekel. Bruder, ich habe Videos gesehen, die mischen das mit Milch, Milchshake. Was ist denn das, Alter? Guck doch Videos, gib mal ein. Aber Mohammed hat getrunken, gell, Leute? Nicht nur er, seine Anhänger. Geh nach Mussar, Saudi, Maghreb. Ich möchte noch ganz kurz was hinzufügen, Leute. Ganz kurz. Und zwar... Free Palestine. Ja, mein Freund. Wenn wir jetzt diese ganze Situation betrachten, ja, in der damaligen Zeit, ich sag dir, dass das mit den Kamelurinen sehr satanisch ist. Ja, das kann ich dir beweisen und auch sagen. Damals in den afrikanischen Voodoo-Ländern, ja, da gibt's ja in jedem Stamm gab's ja immer so. Ja, ich verstehe. Genau. Und da gibt's viele. Da gibt's welche, wenn du Voodoo machst, ja, dann sagen die, hey, du musst vielleicht das Urin von einem bestimmten Tier bringen und dann musst du es trinken. Das ist eine Art Ritual. Und genau das ist das, was ihr macht, Kamelurin trinken. Und das ist nicht gut, Bruder. Das ist eine satanische Lehre, Bruder. Weil wenn Gott dir befiehlt, Urin zu trinken, Bruder, dann stimmt was nicht. Denn es ist auf jeden Fall kein Gott. Das kann ich dir jetzt schon bestätigen. Weil Gott sagt nicht, trink Urin. Gott sagt, ernähre dich von Früchten, aber ganz bestimmt nicht von Urin. Und das ist eine satanische Lehre. Nimm das bitte als eine Art Warnung. Nimm das bitte mit. Es ist satanisch. Das wird als Ritual benutzt sogar. Urin, Kot, ja, sorry, TikTok sportlich. Kot, Urin, das ist alles satanisch. Und das sind Rituale, damit werden Rituale. Samsam auch, Bruder. Samsam. Kennst du dieser Samsam, die Wasser von Samsam? Samsamwasser, ja. Genau, Samsamwasser. Das hat auch, weißt du, die machen das, weißt du, die verarschen die Leute zum Beispiel und die verkaufen so Tijar. Verstehst du, was ich meine, was Tijar? Das heißt, die sind die so Business halt, verstehst du, Geschäfte, meinte ich. Und dann die verarschen die Leute, glaub mir, das hat auch in Saudi-Arabien, gab es auch so viele, die da so mitgemacht, die Fälschung und Betrug die Menschen. Und das, was der Priester und der Pfarrer macht mit Heilwasser, mit Weihwasser und genau, ist das auch, genau. Ist auch kein Betrug, oder wie? Ja, das war so Betrug, die haben so viele gemacht zum Beispiel. Glaub mir, zum Beispiel, ich kann auch so zum Beispiel Wasser halt. Und der hat die Hijaj, weißt du, was ich meine? Ja, Hijaj zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel Hijj mache oder so in Saudi-Arabien, die wissen das nicht. Oh, nur wenn sie dort sind, weißt du, so viele Terroristen, meine ich, wenn sie dort sind, das heißt, sie wird dann nicht wissen genau, was es genau so drin ist. Nur Hauptsache Saudi-Arabien, der ist Mekka, Allahu Akbar, der ist Mekka, das ist von Nabi Rasul. Und deswegen, die sind so begeistert, die sind einfach so friedlich und leben und dann die kaufen das, weißt, die wissen das gar nicht. Ich kann auch Wasser zum Beispiel von Wasser haben und sage, das ist ein Simsim-Wasser oder so. Ja, diesen Betrug kannst du ja auch machen mit Weihwasser. Das ja, sag doch. Und Kamin, aber das hat doch gar nichts damit jetzt zu tun, Kamin, jetzt mal ja, ehrlich, Kamin, bitte, meine Schwester. Genau, und das ist so, und Orin-Kamin, das ist, hat auch genau das Gleiche gemacht. Und deswegen, da gab es so viele, die Krankheit, das heißt in Ägypten zum Beispiel, die haben das erwischt und er ist im Knast gegangen. Ganz ehrlich. Deswegen, Free Palestine, ich habe dir alles gezeigt.
Ich kann dir eine Sache sagen. Flex, kannst du ihm nochmal die Verse sagen, die zwei Verse? Nein, guck mal. Er weiß es. Ich hab's ihm schon gegeben. Ich hab alles schon gesehen. Ja. Alles guck mal, Free Palestine. Ich kann mit dir ein Vers noch machen, okay? Und aber dann ist es für dich schon zu viel. Wie bitte? Und dann ist es für dich schon zu viel, weil du kannst nicht. Es ist tatsächlich zu viel. Es ist tatsächlich zu viel. Guck mal, aber mir ist es auch zu viel. Ich mach das nicht aus Spaß. Ich mach das, weil es geht um die Ewigkeit, Bruder. Weil wenn du diesen Gott nicht erkennst, Bruder, du gehst auf Ewigkeiten verloren. Und das will keiner. Das will keiner. Flex, kann ich Ihnen ein Vers zeigen? Gleich, Bruder. Und deswegen, guck mal. Flex, einen Hast Moment, du? Bitte. Oh, einen Moment. Okay. Du kannst mir diesen Vers gerne zeigen, ist alles cool. Aber mir geht's jetzt darum, ich mache jetzt, nur dass du Bescheid weißt, ich mache eine YouTube-Seite auf mit Debatten und so. Es wird fair geredet, es darf keiner reinreden. Wenn jemand reinredet, ich schmeiß den sofort raus. Ob christliche Seite oder muslimische Seite. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich lade euch gerne herzlich ein, aber erzähl mir mal diesen Vers, bitte. Okay. Geh mal bitte auf Sure 65, Vers 4. Sure 65, Vers 4. Genau. Sure 65, Vers 4. Und jetzt bitte, Free Palestine, ehrlich sein. Wir... Raphael, du musst nicht stummen, Bruder. Okay, danke. Sure 65, Vers 4, genau. Ich möchte bitte, dass du ehrlich bist, Free Palestine, okay? Bist du ehrlich zu mir? Ja, oder? Ja, alles cool. Okay, sehr schön. Ganz kurz, wir hatten eine Anfrage geschickt. Shimon Weinberg, ich glaube, das ist unser Bruder. Shimon, ja. Kannst du mir den Vers bitte vorlesen? Und bitte, ich möchte, wenn du diesen Vers liest, dass du ehrlich bist. Hey, danke, mein lieber Axel. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Alles cool. Ich möchte bitte, wenn du diesen Vers lesen tust, Marco, ich küsse dein Herz. Ich möchte, wenn du diesen Vers liest, bitte, Free Palestine, dass du ehrlich bist. Okay? Und diejenigen, die von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, und wenn ihr zweifeln seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutungen haben, diejenigen, die schwanger sind. Stopp. Ja, aber wir müssen doch das Ganze lesen, oder nicht? Okay, lies. Kein Problem, lies. Schwanger sind, ihre Frist ist erreicht. Wenn sie mit dem Niederkommenen, was sie in ihrem Leibern tragen, und wer Allah fürchtet, den schafft er in seiner Angelegenheit Erleuchterung. Also ich habe den verstanden, ohne Witz. Okay. Damit was sind denn? Du willst damit sagen, dass damit Kinder gemeint sind, aber da steht kein Wort von Kindern. Okay, dann erkläre ich es dir. Alles kein Problem. Also. Du kannst doch auch mit 40 keine Monatsblutungen haben. Das ist Nein, darum geht's nicht. Ich lese dir den Vers nochmal ausführlich vor, okay? Hier steht nicht mit 40, hier steht nicht, wenn sie 40 ist. Ich lege dir den Vers nochmal vor. Um diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutungen mehr erwarten. Das ist das eine Teil. Wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Und ebenso derjenige, die noch keine Monatsblutung haben. Da steht nicht sie oder er, sondern auch diejenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Das heißt also, jetzt nehmen wir mal eine 9-Jährige und dann gucken wir die mal an. Okay, sie menstruiert nicht. Okay, dann warten wir nur 3 Monate und danach, let's go. So, wenn du mir nicht glaubst, können wir die Tafsire aufschlagen und der Tafsir erklärt das ausführlich. Genau, ich habe auch ein Video auf Arabisch, Bruder, wenn du brauchst. Genau, aber jetzt wird es noch besser. Jetzt wird es noch besser, Free Palestine. Jetzt gehen wir auf S
Sahih al-Bukhari 5133. Weißt du, was da steht? Als Überschrift, damit du das warte, verstehst. Kurz. Sahih al-Bukhari 511. Nein, 5133. Und dann machen wir gleich den Tafsir auf. Der Tafsir ist das Schlimmste, wie gesagt. Ich will dir nur dieses Teil zeigen, weil Tafsir ist zu hart. Das ist echt ich zu hart. Das ist alles gut. 513, wie viel, wie, welche Nummer nochmal? 5133. 5133. Genau. So. Und jetzt lese ich dir das vor. That the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, police be upon him, das ist immer das, was ich sage, ist nicht böse gemeint, married her when she was 6 years old and he consumed his marriage when she was 9. Also, jetzt, er hat sie geheiratet, wo sie 6 Jahre alt war und hat die Ehe vollzogen mit 9. Mit die ja. Ehe vollzogen, Nikach. Okay, weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich dir gesagt, lies mal bitte Sure 65, Vers 4, dann weißt du, worauf ich hinaus möchte. So, jetzt frage ich dich, Bruder, in Adam, bitte sei mir nicht böse, ja, wenn ich das sage. Wusste Allah nicht, dass Mohammed eine 6-Jährige hat? Das Problem ist, du musst ja auch verstehen, es war ein Traum und Propheten, wenn sie träumen, es war ein Traum. Okay. Wusste Allah, dass Aisha 6 Jahre alt war oder nicht? Allah wusste es, ja. Okay. Aber jetzt Frage, warum hat Allah, guck mal, jetzt musst du dir vorstellen, Free Palestine, du musst mir nur gut zuhören, was ich dir sage, das ist ganz einfach zu verstehen. Mhm. So, wenn Allah wusste, dass Aisha 6 Jahre alt war, so, jetzt musst du gut zuhören. Erlaubt Allah jetzt einen 54-jährigen bärtigen Bär, arabischer Bär aus Medina, eine 6-Jährige zu heiraten? Erlaubt das Allah? Bruder, bitte. Ich bin dir ehrlich, aber ich verstehe schon, was du meinst. Für dich wird es sich voll schlimm anhören, aber es ist nicht so schlimm, weil die Zeit damals anders war wie heute. Bruder. Bruder in Adam, bitte. Alles bitte. Cool. Also, du willst mir sagen, in der damaligen Zeit war das normal, das heißt also, Allah, der wusste, dass es ein kleines Kind ist, hat einfach gesagt, hey, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weißt du was? Yalla Aziz, mach einfach. Bruder, nein. Ja, aber warum hat er denn 3 Jahre gewartet? Bruder, mit 9, sie hat nicht mal menstruiert. Bruder, bitte. Guck mal, ich bin noch nicht fertig, Leute, ganz kurz. Bitte, Bruder, bitte, das musst du verstehen. Also, wenn ich jetzt zur Bibel greife und ich das lesen würde, weißt du, was ich machen würde? Ohne dein Koran anzugreifen, um Himmels Willen. Das Erste, was ich machen würde, ist die Bibel wieder schließen und zack, weg damit. Weil das kommt nicht von Gott. Guck mal, jetzt gehen wir in Matthäus 18, Vers 6. Jetzt will ich mal hören, was Jesus Christus bezüglich wegen Kinder, wenn wir Kinder zu einer Sünde verführen. Mhm. Jetzt lesen. Wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, die Kleinen, also Kinder, wir sprechen hier von Kinder, Anstoß zu ihrer Sünde gibt, für den wäre es besser, dass er ein großer Mühlstein um seinen Hals hängt und in der Tiefe des Meeres sich versenkt. Das ist das, was unser Gott sagt. Unser Gott ist klar und deutlich in seinen Worten. Matthäus 18, Vers 6. Unser Gott hat gesagt, wenn du ein kleines Kind zu einer Sünde verführst, nimm am liebsten einen Stein, wickel das um deinen Hals und schmeiß dich ins Meer. Ab mit dir! Ein Gott würde niemals erlauben, eine 6-Jährige zu heiraten und dann mit 9 zu... Lex, Holmes, ich verstehe dich, ich bin voll bei dir. Ist auch ein schöner Vers. Ich bin voll bei dir. Danke. Aber
aber du musst es auch verstehen. Guck mal, ich war auch erstmal geschockt. Weißt du, was ich meine? Ich war auch nicht so die ganze Zeit so gebildet wie jetzt. So, also nicht gebildet. Aber ich habe mich auch nicht so interessiert. Ich habe auch nicht die Bibel oder den Koran so gelesen. Aber wenn du das verstehst, wenn du es verstehen willst, wirst du es verstehen. Verstehst du? Ich war erst mal auch geschockt. Was? Sex? Bruder, das wird man heutzutage Pädophilie nennen. Free Palestine. In den Tafsir, guck mal. Weißt du, das ist das, was ich immer sage. Guck mal, ich mach das hier nicht aus Spaß. Ich mach das, um dir zu zeigen, was da drinnen steht. Guck mal, wenn ich jetzt in den Tafsir drinnen reingehe, da drinnen steht nicht, das war für die damalige Zeit. Steht nicht in den Tafsir drinnen. Ja. Der Tafsir erklärt es ebenfalls. Wenn du dir unsicher bist, warte drei Monate. Das Ding ist, da musst du auch aber das verurteilen, was Sodom und Gomorra, was Lot getan hat. Da musst du auch das verurteilen, was David gemacht hat. Sodom und Gomorra. Sodom ist und eine Gomorra. Geschichte, so kommst du immer. Hat mit Jesus Christus nichts zu tun. Weil unser Gott hat uns nicht befohlen, Frauen rumzumachen. Unser Gott befiehlt uns das nicht. Weil würde unser Gott das befehlen, ich sag dir ehrlich, zuklappen und zack, weg mit der Bibel. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Aber weil in der Bibel das Wort Gottes drinne ist, deswegen ist es die Wahrheit auch. Aber hier habe ich dir viele Sachen gezeigt, die mit Gott keine Gemeinsamkeit haben. Kinder schon mal gar nicht, weil Mohammed hat ein kleines Kind zur Sünde verführt. Sie hat nicht mal ihre Menstruation erreicht. Er hat ein 9-jähriges Kind, Police be upon him, Bruder, bitte versteh mich nicht falsch, alles gut, wenn ich das sage. Police be upon him, ja, ein kleines Kind zur Sünde verführt. Stell dir jetzt mal vor, Free Palestine, bitte, nimm das nicht als Beleidigung, wir führen ein sauberes Gespräch, du hast auch, ich merke, du bist sehr respektvoll, ich kann mit dir reden. Stell dir mal vor, ein afrikanischer Bär, ein 54-jähriger afrikanischer Bär kommt zu dir und sagt, ey, deine Tochter, komm, Yalla Aziz. Würdest du ja sagen? Ich würde auch nicht ja sagen, aber das liegt, nicht daran, weil, Bruder, aber das liegt nicht daran, weil du schwarz bist. Nein. Aber du hast sehr gut gemacht. Nee. Das ist, oh. Bruder, ich hoffe, ich konnte dir heute helfen. Ich konnte dir damit helfen. Ich meine das ernst. Eigentlich dürfen wir über sowas nicht lachen. Das ist schon, eigentlich ist das traurig, Free Palestine. Ich meine das ernst. Das ist eigentlich traurig. Ja, für dich, für mich damals auch, wo ich das gelesen habe. Aber wenn du darauf reingehst, in die Materie reingehst, dann wirst du es verstehen, warum es so war. Wie kann eine 9-jährige, okay, erzähl mir mal, Flex, wann ist eine Frau menstruationsreif? Wann hat die ihre Durchblutung? Ja. Wann ist Bruder, die reif? Bruder, der Tafsir erklärt nicht das, was du sagst, weil du legst es ja mit deinen Worten aus, aber der Tafsir legt das nicht so aus, wie du es sagst. Der Tafsir erklärt es sogar noch viel, viel schlimmer. Der Tafsir sagt klipp und klar, bist du dir unsicher? Yalla, sie ist kein Problem, warte 3 Monate, danach kannst du. 3 Monate. Ja, aber damals waren die Verhältnisse nicht so wie heute. Flex, du musst es auch verstehen. Und Nein, das ist oder nicht. Vielleicht kann ich auf der Mary Olivers hat das auch so. Guck mal, Bruder in Adam, Free Palestine. Yeah. Das heißt also, Gott wusste es damals nicht, aber Gott weiß es jetzt. Das ist falsch. Gott hat nie mit Mohammed gesprochen, Bruder. Warum willst du das wissen? Du warst doch gar nicht dabei. Bruder, wenn ich dir all diese Sachen zeige, dann muss es dir doch klar sein, dass er nie mit Gott gesprochen hat. Er ist ein... Bruder, ich will dich nicht beleidigen. Aber du musst doch dann bezeugen... Nein, Flex, ich mag dich. Du bist in Ordnung eigentlich. Du bist nicht so wie die anderen Christen, so, die mich beleidigen. Ich sag ja nicht. Aber da musst du auch sagen, wo willst du wissen, dass Jesus gekreuzigt worden ist? Dass Jesus Bruder, gekreuzigt das ist ein historischer Beweis in Jerusalem, Bruder. Das kannst du heute noch sehen. Ja, warst du aber dabei und es waren noch damals, in der damaligen Zeit, Zeugen da, die gesagt haben, er sieht anders aus. Wer hat es gesagt? Die mit dem Fisch. Wer hat es gesagt? Es gibt Leute,
Ja, welche die Leute? Die damals da waren. Ja, was haben die denn gesagt? Die damals da waren. Bruder, da kann ich was hinzufügen sogar. Kennst du die Geschichte mit dem Fischauge? Fischauge. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, nein. Mann, die Leute damals, die das nicht bezeugt haben, verstehst du, was ich meine? Die sich unsicher waren, dass es er war. Du weißt es nicht. Vielleicht war das jemand anderes. Bruder in Adam, lass mich dir das noch viel besser erklären, damit du es verstehst. Guck mal. Die 12 Jünger sind Zeuge. Die 12 Jünger sind Zeuge. Ich lasse jetzt auch gleich Raphael reden, weil Raphael will die ganze Zeit reden. Ich lasse ihn gleich reden, den Bruder. Nein, die 12 Jünger sind... Nochmal was? Lass ihn reden. Den Raphael. Okay, dann rede du, Raphael, ist kein Problem. Rede, ich bin sehr geduldig. Ich habe Flex, yo, den Uwe an der Kasse. Okay, also er hat gesagt, ich soll zu Ende reden. Also, die zwölf Jünger, okay, waren Augenzeuge von Jesus Christus. Jetzt musst du mir sehr gut zuhören. Sie haben gesehen, wie Jesus da war, wie Jesus gekreuzigt worden ist, wie Jesus Wunder vollbracht hat, wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat, wie Jesus Tote auferweckt hat. Ja, wie Jesus Tote auferweckt hat. So, all diese Punkte habe ich dir genannt. So, Jesus Christus hat am Kreuz klipp und klar gesagt, hey, es ist vollbracht. Da hat schon der neue Bund begonnen. So, das ist schon mal die eine Geschichte. So, 100 Jahre vergehen, 200 Jahre vergehen, 300 Jahre vergehen, 500 Jahre vergehen, 600 Jahre vergehen und dann kommt jemand, ja, bitte verstehe es nicht falsch, Police be upon him, 600 Jahre später, und dann sagt er, hey, you know what? Jesus Christ was not crucified. He was never crucified. Es erschien ihnen nur so. Bruder, Mohammed hat Jesus nie gesehen. Keiner von denen kann es bezeugen. Mohammed kann es sowieso nicht bezeugen. Mohammed hatte mit Jesus Christus nie was zu tun gehabt. Also wie will jemand, der Jesus Christus nie gesehen hat, nie in seiner Zeit gelebt hat, wie will der über Jesus Christus sprechen? Oh mein Gott. So, und dann noch die Geschichte mit Moses in den Hadithen. Das würde ich dich mal kurz fragen, Free Palestine. So, stell dir mal vor, du gehst duschen. Okay? Hörst du mich? Ja. Okay, stell dir mal vor, Free Palestine, du gehst duschen. Okay? Du gehst duschen, du legst dein Gewand auf einen Stein ab. Ganz normal, ganz entspannt, als wäre nichts, ja? Du willst duschen, die anderen lachen dich aus, und weil du eine Krankheit am Po hast. So, du gehst irgendwo um die Ecke, dass du deine Ruhe hast, du tust duschen. Alles kein Problem. Nein. So. Jetzt willst du mit deiner Hand zu deinem Gewand greifen und auf einmal dieser Stein rennt weg. Und du rennst diesen Stein hinterher. Boah, bleib stimmen. Ja, Kafir, ja, Munafikun. So. Jetzt packst du diesen Stein, weil dieser Stein weggerannt ist. So. Jetzt packst du diesen Stein. Ja, Kafir. Munafikun. Kafir. Kaffee. Glaubst du diese Geschichte, dass der Stein wegrennen kann? Ich kenne die Geschichte gar nicht. Soll ich dir diese Geschichte zeigen? Ja, bitte. Okay. Du musst selber lachen. Nein, weil du das so witzig rüberbringst. Es ist auch witzig, Bruder. Es ist witzig. Guck, und das ist, was ich gemeint habe. Ihr macht euch auch lustig über die Muslime. Nein, es steht drinne, Bruder. Guck mal, es ist nicht meine Geschichte, es steht da drinne. Wirklich, ich meine das ernst. Guck mal, ich zeig's dir. Ja, aber würdest du sein, wenn jetzt ein Muslime kommt, der... Ey, du musst es selber lachen. Ich lach nur wegen dir, wie du das rübergebracht hast. Aber wenn ein Muslim... Guck mal, ich bin nicht nachtragend. Ich bin kein nachtragender Mensch. Es sei denn, es geht um meine Familie. Dann komme ich wirklich da vorbei und es ist dann Feierabend. Ja, aber gut, aber um Familie sprechen wir ja nicht. Das ist nicht. Ja, das Ziel, ist ja. Das Ding. Aber du musst jetzt einen verstehen, der damit aufgewachsen ist, der damit gelebt hat. Und er erklärt es dir und du lachst ihn aus. Was ist das für ein Bild, Bruder? Ja, natürlich, das ist ja nicht das Ziel. Das ist ja meinst du was, mein Freund?
Ja. das wäre Sahih Muslim. Sahih Muslim, ja. Sahih Muslim 339C. 339C. C, genau, 339C. Oder Sahih al-Bukhari 278. Ja. Damit du mehrere Bestätigungen hast, weißt du? Sahih al-Bukhari 278. 278, Sahih al-Bukhari 278. Genau. Sahih al-Bukhari 278. 278, genau. Ich glaube, das müsste die Geschichte sogar sein, ja. Wo der wegrennt und dann Yaka Firmulafiku. Guck, deswegen lache ich, weil du das so rüberbringst. Ja, du, es ist. Aber du, Free Palestine, mein Lieber, ich denke, mehr muss ich dir jetzt nicht zeigen. Ich habe dir genug gegeben. Nein. Ich gebe dir nur eine Sache mit. Ja, du bist ein sehr respektvoller Mensch. Mit dir konnte ich wenigstens reden. Das wollte ich auch. Flix, kann ich auch später mit dem Free Palestine was zu sagen, bevor er geht? Ist okay, wenn du fertig bist, dann. Wie ihr wollt. Ich wollte mit Haki Islam sprechen. Haki Islam wollte ich auch sprechen. Aber wenn ihr mit Free Palestine reden wollt, dann hole ich kurz was zu trinken. Ihr könnt reden. Raphael, du kannst dich auch im Sturm. Ihr könnt jetzt ganz gechillt reden. Ich komme gleich wieder. Flex, ich wollte dir nur mal sagen, du kannst auch mit anderen Muslimen so reden. Muss ja nicht jeder gleich sein. Aber weißt leider, du, die sind nicht so. Nicht alle sind so wie du, Free Palestine. Ach was. Ich meine das ernst, nicht alle sind wie du. Du bist einer, mit dem ich jetzt ganz lange rede. Sehr lange und respektvoll. Ich meine das ernst. Alles cool. Der Prophet, weißt du, nicht alle sind so wie du. Ich sag dir ehrlich, wenige, sehr, sehr wenige. Ja, aber das kannst du auch, du kannst ja nicht, das kann ich ja auch über Christen sagen. Aber es spricht auch nicht dabei, es gibt auch gute Christen. Ja, ja. Ich kenne viele Christen, ich habe viele Christen als Freunde, richtig viele, aber die sind auch nicht so wie die und die sagen auch, geh nicht da, mach nichts, weil die sind alle dumm. Die sagen selber sogar, geh nicht drauf ein. Das ja, aber leider, Christen. Weißt du warum? Ja, ich gebe dir schon recht, Free Palestine, aber weißt du warum? Weil sie keine Ahnung haben. Richtig. Weil sie wissen das nicht. Verstehst du, was ich meine? Guck mal, Christen, nicht jeder kann das Christen. Jesus hat es auch gesagt. Nicht jeder kommt der Christ, verstehst du, oder Christ geboren von dem Eltern. Das heißt, er hat so gute Beziehung mit Jesus und er ist wirklich richtige, wie sagt man das, richtige Christ ist. Verstehst du, was ich meine? Du musst, der richtige Christ ist, dass niemand eine Beziehung hat mit Jesus. Weißt du, das sind gläubige Menschen, der predigt. Weißt du, als Christ müssen wir predigt Namen Jesus, wie die 12 Jungen gemacht haben. Und deswegen meinte ich, weißt du, Philipp, ich finde es sehr cool, dass du so locker bist, dass du sehr respektvoll bist. Und nein, ich bin immer, doch locker, wenn ihr nur den Propheten immer, beleidigt. Weißt du, aber ich habe eine gute Frage an dich. Du, ja, welche Nationalität bist du eigentlich, wenn ich darf fragen? Meine Mutter ist Mazedonierin, mein Vater ist Albaner. Ah ja, das ist ja Flix, das wundert mich auch, weißt du, weil. Genau. Aber weißt du, zum Beispiel, guck mal, wir sind zum Beispiel, du musst das verstehen, wir haben die Religion nicht selbst gesucht oder entschieden. Sondern wir sind einfach von Eltern geboren. Verstehst du, was ich meine? Genau. Aber das ist die Wahrheit. Verstehst du, was ich meine? Die Wahrheit, dann haben wir Rechte. Nee, zum Beispiel, nee, ich bin Ex-Muslime auch. Nur, dass du Bescheid weißt. Verstehst du, was ich meine? Und ich komme an arabische Länder. Das heißt, ich kann schon Arabisch lesen, sprechen, schreiben. Das heißt, ich bin mehr zu wissen und gut zu wissen mehr als du, weil ich kenne die Sprache her. Und deswegen meinte ich, weißt du, wir haben schon Rechte. Zum Beispiel, das steht in Koran, la tus'alul asya ladi tus'una buddha lakum. Das heißt, ich brauche nicht, zum Beispiel, dürfen wir nicht nachfragen. Schätze, was ich meine, dürfen wir nicht nachfragen, nach der Wahrheit zu wissen. Ja. Und ich glaube, wenn eine Religion ist, warum hat so viele Angst, dass wir Fragen stellen? Warum? Hast du schon mal überlegt danach?
warum haben wir so Angst, dass wir auch Menschen zum Beispiel in anderen Religionen zu wissen, zum Beispiel, oder dass wir an Kleinigkeit, zum Beispiel Bibel zu lesen. Warum? Warum dürfen wir nicht? Verstehst du, ist alles Verbot, die zeigen, das zeigen so in Imam oder Moschee, glaub mir, ich empfehle dir, die Lügen zu erzählen. Die sagen uns nicht die Wahrheit. Überhaupt nicht sagen sie uns Wahrheit. Was es steht drin ist, dass es immer la tasalul ashiya ashiya allati la tasalul ashiya allati tabudda ashiya allati allati tabudda lakum. Ja, warum? Warum soll ich nicht nachfragen? Was ist los? Verstehst du, was ich meine? Dann habe ich immer seit klein immer nachgefragt. Hey, warum denn? Ich habe auch Rechte nach der Wahrheit. Ja, ich habe auch Rechte, nicht nur Christentum zum Beispiel. Ich darf, weißt du, was ich meine? Ja. Ich darf auch in anderen Religionen zu lesen und zu wissen, was da drin ist. Und das war der Grund, weißt du, zum Beispiel, wenn eine Religion, zum Beispiel, warum der Christentum, warum gibt es sowas nicht, warum der Jesus, der war Wahrheit, warum hat nichts zum Beispiel, weißt du, ich empfehle dir, wo ich gemacht habe, weißt du, lass dir bitte diese heilig, lass alles diese heilig, verstehst du, gibst du bitte die zwei Personen, zum Beispiel, Muhammad und Jesus, diesen beiden, und vergleichst du bitte, und guckst du mal, ob das wirklich, wer ist das Richtige von Allah und wer ist das Richtige nicht? Wer ist eine Lügner zum Beispiel? Und wer ist, weil Allah ist Christus. Verstehst du, was ich meine? Hascha an yakuna Allah fi hadhihi al-qadara wal-wasakha. Hascha, dass es Allah so Schmutz und so Schmutz in seinen Mund so sagt. Verstehst du, was ich meine? Alles gut. Genau. Weiß, und deswegen, Bruder. Was war denn das, Bruder? Löwe. Das war ein Löwenlehne. Ja, das war ein Löwenlehne. Du kannst es sagen. Ich will lachen, aber ich rede. Ich will lachen. Genau. Und deswegen, lieber Sinne, ich wünsche mir so gerne von ganz Herzen vor dich und von den anderen Menschen, dass sie nach der Wahrheit suchen. Ja, und was ist da Mohammed gemacht hat, das ist eine wirklich riesen, ich weiß nicht, was das lächelt, das ist ein riesen Sünder, weil der verarscht die Menschen mit Namens Gottes. Und ich gebe dir die einzige, die zwei Hadithe liest, bitte erstmal Koran lesen. Leider ist übersetzt wird nicht so richtig, zum Beispiel, weil ich kann die Sprache her Arabisch und ich habe das selber recherchiert und bemerkt, das darf man, das ist nicht komplett richtig übersetzt. Die Quelle oder die Fälle und die Hadithe, das ist auch das ist nicht so richtig. Ein paar Worte ist der falsch übersetzt, weil ich habe das selber auch gesehen. Und nur, dass du Bescheid weißt, das Sahih al-Bukhari, As-Sirat al-Nabawiyyah, finde ich dich auch gut, dass du das auch liest. Das ist sehr gut. Liest doch bitte so viel, ja, Koran liest doch deutlich und richtig, weißt du, was steht drin. Weil zum Beispiel, du weißt gar nicht, dass dieses Buch am Anfang an, weil ich bin mit... Arabian Rose, du musst eine Anfrage schicken. Pardon, ja, Namen, ich verstehe dich, aber Gott hat dir nicht befohlen, dass du nicht die Schriften lesen darfst. Du kannst die, du darfst die Schrift. Du sollst sogar aber das steht streben. Drin. Aber das steht in Koran drin. Das steht in Koran drin, das dürfen wir nicht fragen. Da gibt es auch die Eier zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, habe ich vergessen. Warte mal, das steht... warte mal. لا يتخلى عنكم اليهود والنصارى إلا تتبع ملتكم. Zum Beispiel. Das ist so, das heißt, ja, das heißt, die Juden und Christen, die Mara? Lassen uns nicht in Ruhe, nur dass wir nachfolgen. Ja. Eine Sekunde, ich möchte nur bitte die Dame begrüßen, die Hak Islam. Ja. Bist du da, Hak Islam? Hallo? Du bist gestummt, du musst nur dich entstummen. Hak Islam, du musst dich entstummen. Man hört dich nicht. Ich kann gerade nicht reden. Moment. Okay, stell dann einfach nochmal eine Anfrage, wenn du ready bist, okay? Dann setze ich dich kurz runter und hol jemand anders dann kurz hoch, weil dann passt das. Stell einfach nochmal eine Anfrage, alles gut. Hol mal die andere hoch, die wo angeblich Arabisch kann. Arabian Rose, muss eine Anfrage schicken. Mal gucken, ob die Rose noch blüht, wenn sie oben ist. Herzlich willkommen. Alle meine Jungs. Gehst du verlassen, Habibi, wohin?
Nein, nein, ich geh nirgends hin. Ach so, ich dachte, du gehst. Rafa hat geredet, Rafa hat geredet. Ach so, Rafa, Bruder, ich, die hat ähnliche Stimme, ey. Nein, nein. Free Palestine. Ja, mein Freund. Ich denke, ich habe dir heute mehr als genug gezeigt. Nein, alles gut. Wir machen weiter. Wir machen weiter und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du diese Dinge erkennst und das auch nicht annimmst, weil das ist nicht gesund. Alles gut. Ich wünsche dir was, ja? Alles klar, danke schön. Dankeschön. Dankeschön, Falastin. Hat mich gefreut. Ja. Danke dir, dass du da warst. Falastin, du bist herzlich willkommen. Komm immer wieder rein, Habibi. Ja, alles gut. Er ist sehr respektvoll. Das sehr, sehr, sehr. Auf jeden Fall, ja. Ja, das sind nicht alle, die armen Menschen. Die sind nur einfach von Eltern geboren, Leute. Ja, der sucht auch, du merkst auch, der sucht. Er will es wirklich verstehen. Das ist wichtig. Ja, natürlich, das ist auch wichtig. Ja, weil, guck mal, der ist Bosnien und Albaner. Das verstehe ich voll recht, dass sie das nicht so verstehen, ganz genau den Koran, Leute. Lass mir mal den neuen R&B, den R&B-Sänger hier oben. Salam alaikum, Leute. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Ich bin auch sehr nett und höflich. So, ich wollte nur zu dieser einen Thematik gehen, mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam, wo er wegen die Kinder halt, warum er die geheiratet hat. Okay, dann ganz wichtig, dann gehen alle kurz stumm und dann hören wir ihnen kurz zu, was er zu sagen hat. Okay, wir sind ganz ich ohr, hab nicht viel zu sagen, echt nicht. Also es geht darum, wir lassen nicht reden. Genau, wir sind erstmal zu ruhig. Der Zeit wurden die Babys, Frauen lebendig begraben. Ich glaube, wie heißt die Dame hier? Farah, sie weiß das, warum das so war, weil die Frauen konnten nicht schwere Arbeit. Zu der Zeit war nur Hardcore-Arbeit. Von welcher Sure sprichst du? Ich rede zu der Zeit, warum das so war. Nein, welche Sure? Ich meine, die Quelle. Das ist keine Sure. Wir könnten den Film gucken, okay. Da wird es auch gesagt. OBG. Ja, bitte. So wie du das auslegst, so legen das leider Ibn Kathir, Tafsir al-Jalalain, Ibn Abbas und deine anderen Gelehrten, die legen es nicht so aus, wie du das sagst. Weil du musst aber nicht so auslernen, weil das die Zeit so war. Das kann man was? Das doch auch kurz. Was? Ja, das ist kurz, bitte. Das ganz ist kurz. Aber die Wahrheit, das ist kein Joke. OBG, ganz wichtig. Das sind Sachen, die du sagst, nicht das, was deine Gelehrten sagen. Deine Gelehrten sagen das. Nein, die Gelehrten sagen das vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Das ist ja noch schlimmer. Bin ich nicht. Ja, das ist auch noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer, Habibi, so geht's. Aber so funktioniert das nicht. Habibi, ganz kurz, nichts gegen dich, wirklich. Flex ist auch ein sehr, sehr geduldiger Bruder. Ich auch. Ich auch. Nur für die Zukunft. Guck mal, ich gebe dir eine Nasiha für die Zukunft. Aber so funktioniert das nicht. Ja, aber das war für dich. Zeit zu der Zeit. Nein, ganz kurz, so. Bruder, ich mein's, guck mal, Bruder Adam, ich mein's für dich. Deine Muslimen, die hier zuhören, deine muslimischen Brüder, die wollen wahrscheinlich ihr Kopf gleich auf die Wand schlagen. Weil du kannst nicht so argumentieren. Du kannst nicht sagen, ja, sie sagen, aber es ist meine Meinung, das geht nicht. Deine Gelehrten sagen komplett was anderes. Richtig. Weil wenn die du hier schon eine sagen, Antwort gibst... Wollen. Zu der Zeit war das aber wirklich so. Wie, die können sagen, was die wollen. Was redest also, du? Also ganz kurz, Schlomo. Ich mach das ganz kurz, Schlomo. Nur, dass alle stumm gehen. Aber das ist die Frage, Leute. Das ist die Wahrheit. Dann übergebe ich dann weiter an dir, Schlomo. Ist das okay? Ja, Bruder, natürlich, gerne. Okay, das will ich und dann gib mir nur bitte diese... Ja, gerne, Habibi, gerne. OBG. Ja, bitte. Hörst du mich? Ich höre dich. Also, mein Lieber, wir nehmen nur das an, was die Gelehrten sagen. Ja, das ist schon mal Nummer eins. Ja, wir haben hier einmal Ibn Abbas, Ibn Kathir, Jalalain, wir haben einmal Wahadi, Tustari, wir haben einmal Kashani. Das sind alles Gelehrten. Du bist kein Gelehrter, du kannst das nicht. Definitiv nicht. Ganz kurz, bitte. Lass mich nur kurz meinen Satz zu Ende führen, den kannst du auch reden. Und dann übergebe ich an Schlomo oder an Shimon oder an Farah oder an Raphael, weil Raphael will bestimmt auch was sagen, ja. Damit das professionell einfach abläuft. Das, was du sagst, hat kein Gewicht. Das, was deine Gelehrten sagen, das hat Gewicht. Was du jetzt hier in den Raum stellst, das hat kein Gewicht. Und wenn du es in den Raum stellst, belege es bitte mit einem Tafsir al-Jalalain, belege es vielleicht mit Ibn Kathir oder mit irgendeiner Ibn Abbas, belege es mit einer Quelle. Aber wenn du das aus deinem Mund sagst, ohne es mit einer Quelle
zu belegen, ja, dann ist es ungültig. Weil ganz klipp und klar wird dir gesagt, ihr dürft mit Kindern, ja, weil euer Prophet das gemacht hat. Guck mal, OBG, das ist keine Beleidigung, okay, ich meine das ernst, das ist keine Beleidigung, bitte seh es auch nicht als Beleidigung. Stell dir mal vor, afrikanischer Bär, 54-jähriger alter afrikanischer Bär mit weißem Bart, kommt jetzt zu dir und sagt, hey, ich will deine Tochter heiraten und sie ist aber 6 Jahre alt. Würdest du ja sagen? Ich würde nein sagen. Dankeschön. Dein Prophet hat das gemacht und deswegen sage ich, police be upon him. Bitte versteh's nicht falsch. Das ist Pädophilie. Mohammed war ein Prophet. Allah wusste doch, dass sie 6 Jahre alt war. Also wenn Mohammed mit Gott kommuniziert, dann müsste Allah, ja, Mohammed sofort warnen und sagen, hey, hör mal zu, sie ist 6 Jahre alt, Finger weg, mein Freund. Wann war das? Warte, ganz kurz, vor welches Jahr reden wir denn überhaupt? Sie war 6 Jahre alt und die Ehe wurde... Aber vor welches Jahr war das? Wann ist das passiert? Wo die geredet haben? Im 6., das war 600 noch etwas, keine Ahnung. Das 600 noch was, du sagst es, so. Stell dir vor, jetzt kommt ein Armeetyp und sagt das Gleiche zu deiner Tochter. Und ein anderer sagt, ich rette sie, gib mir sie her, ich rette sie. Soll sie leben oder soll sie sterben? Guck okay. Zu der Zeit hat man wirklich die Babys, Warte mal, weißt du, wer ihr Vater ist? Weißt du, wer der Vater von Aisha überhaupt ist? Nein, Bruder. Ja, siehst du, da fängst du schon an, von wem soll er sich schützen? Das ist aber nicht schlimm, weißt du, das ist so realistisch, dass man das nicht denkt. Ihr Vater ist der beste Freund von Mohammed gewesen. Von wem soll sie verfolgt werden? Was redest du gerade? Von Krieg und so? Was redest du? Das ergibt doch gar keinen Sinn, was du sagst. Von wem soll sie Angst bekommen? Lass mich ab hier nochmal fortfahren, Schlomo. Also, hier geht es nicht um Kriegszeiten vergraben, weil darum geht es hier gerade gar nicht. Es geht darum... Ich stelle dir jetzt mal die Frage und bitte sei ehrlich, wir haben 500 Zuschauer. Wusste Allah, dass Aisha 6 war, ja oder nein? Das weiß ich wirklich nicht. Wahrscheinlich wusste das. Also das wahrscheinlich wusste es Allah. Natürlich, natürlich. Okay, und Allah hat es zugelassen, dass so ein arabischer Bär aus Medina... Guck dir mal den Film an, damit du das auch verstehst. Bruder, du wusstest nicht mal, wer ihr Vater ist. Was für ein Film? Jungs, du wusstest nicht mal, wer ihr Vater ist. Okay. Jungs, ganz egal, kurz. Egal. Ich wollte nur das erklären. OBG. Das ist sowieso realistisch. Erklären euch alle einen schönen Abend. Leute, bitte, sonst ist Chaos. Ja, ganz kurz. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Auf jeden Fall, guckt euch den Film an, dann seht Flex ihr das. Flex Schlomo. Jungs, bei allem Respekt, ne? Ein Mann, der hier reinkommt und uns keine Verse gibt, keine Quellen gibt und mir was von einem Film erzählen will. Okay? Es gibt einen Film mit Jesus, der zeigt, dass die Jesus schwul werden. Was willst du mir sagen? Ey, aber bei Gott, der Kerl hat echt einen 54-jährigen arabischen Bär aus Medina verteidigen wollen, dass er eine, ey, das ist er wusste nicht mal, wer ihr Vater ist, Bruder, er verteidigt eine Sache, er wusste nicht mal, wer ihr Vater ist. Er wusste nicht mal, wer der Vater ist. Überleg mal. Wegen dem Wahnsinn. Film. Wahnsinn. Welcher Film, Bruder? Er guckt so viel Netflix an, der R&B-Bruder. Und das ist das Problem. Deswegen so Menschen unnötig. Bruder, der guckt so viel, der hört sich so viel R&B an. Ja, ich wünsche ihm wirklich Gottes Segen. Habibi, der ist in falschen Film gelandet, wirklich. Da soll ein anderer Moslem hoch, so. Der gibt uns vielleicht noch Quellen, aber das ist Bruder, der empfiehlt uns Filme. Wir waren gerade im Film mit ihm. Welcher Film war das überhaupt? Gerade eben, Bruder, das war irgendein Netflix-Film, ich weiß es nicht. Ich will wissen, welche Netflix-Filme er geschaut hat. Bruder, ehrlich, so viel R&B gehört. Asha oder so. Oder R. Kelly. Wahnsinn. Hallo? Wahnsinn. Dings, ich wollte hier nur einfach so kleine paar Sachen ansprechen, so. Warte mal kurz, wie alt bist du? 16. Flex. Bruder, wir werden gesperrt, ne? Wenn er 16 ist, wir werden gesperrt. 61 ist doch. Du bist zu jung. Hä? Hey, jeder kommt doch hier, wo er zu jung ist. Kerle, du bist zu jung, mein Freund. Das ist nicht Junge, das ist TikTok. Und außerdem sollst du gar nicht hier in TikTok drinne sein, mein Freund. Du solltest schlafen gehen, mein Freund. Ne? Du bist viel zu jung für die Plattform. Geh schlafen. Ja?
bitte auch keine Netflix angucken. Schlafen gehen am besten. Ja, ja, der soll schlafen gehen. Ich meine, der ist 16 Jahre alt. Geh schlafen. Der empfiehlt uns, einen Film anzuschauen. Wahnsinn, ne? Schaut euch den Film an. Ja. Ey, vor allem, Leute, lasst mich euch mal was sagen. Ja, dieser Mohammed-Film, ich kann euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Dieser Mohammed-Film, der im Fernsehen läuft, oder im Fernsehen, in YouTube läuft, ja, da wo Mohammed von den Jibril eigentlich gepackt werden sollte oder hätte gepackt werden sollen, Das zeigen die nicht, Bruder. Dass Mohammed in dieser Höhle gepackt worden ist, das zeigen die nicht. Das haben die rausgeschnitten, Leute, in dem Film. Die haben nur die Stelle gezeigt, als Bilal den R&B-Sänger gespielt hat, als er den Adhan gemacht hat. Nur das haben die gezeigt. Haben, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, auch das, Schlomo, auch das, die Stelle, wo Jibril eigentlich auftaucht und den Mohammed packt, das haben die komischerweise rausgeschnitten, Leute. Das haben die rausgeschnitten. Die haben nur gezeigt, dass da so eine schwarze Höhle kommt und so, pum, das war weg. Ja, wie wurde er jetzt Prophet? Wie hat er die Offenbarung bekommen? Die haben Du hast aber recht, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte normalerweise, wegen Offenbarung. Richtig. Und so bekommen. Stimmt, hast du die recht. Die haben das einfach rausgeschnitten, das mit Jibril. Danach, ja, ja. Ich habe auch immer. Die haben das einfach mit Jibril rausgeschnitten. Genau, und Leute, wenn jemand zum Beispiel Koran liest, gell? Ich habe immer so daran gedacht, hey, wo ist der Vater? Was hat die Vater gemacht? Haben die auch nicht gezeigt, ne? Warte mal, ganz kurz, ganz kurz, Ibu Mardi 47. Mein Freund, pass lieber auf, was du schreibst, ja, weil das kann ganz gefährlich für dich sein, mein Freund, ja? Ich drohe dir nicht, aber pass auf, ne, mit deinen Worten, weil das kann schnell in deinem Hals landen, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Mach dir mal rein. Komm hoch. Zeig mal, wie gefährlich du bist. Komm mal hoch. Bruder, lass ihn. Guck doch mal sein Profilbild an, Bruder. Der versteckt sich. Der zeigt nur so. Ach, lass ihn, Bruder. Ein kleines Kind. Lass ihn, Bruder. Das ist irgendwie so ein Clown. Ja, egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Hallo, deswegen, Leute, ich entschuldige mich dafür, wenn ich jetzt ein bisschen fleischig war. Alles gut. Bruder, geh nicht drauf ein. Glaub mir, das sind doch. Nein, der ist auch nicht wichtig. Der ist nicht interessant. Die freuen sich doch, wenn du sie annimmst. Wenn du auf ihn reagierst. Ja, ich weiß, was er sagt. Nein, Bruder, den kennt keiner. Bruder, gibst du Aufmerksamkeit solchen Menschen, weißt du? Hast nicht. Ja, den aber hat er beleidigt in den Kommentaren, oder was? Den kennt keiner, egal. Genau. Meine Lieben, also, eine Sache müssen wir festhalten. Schlomo, ich glaube, wir sind uns beide einig. In dem Film sehen wir klipp und klar, dass die Stelle mit Jibril, dass die rausgeschnitten worden ist. Absolut, absolut. Ja. Und da gebe ich dir recht, wenn du es gerade, wo du es erwähnst, sehr, sehr, sehr seltsam, dass sie das nicht gezeigt haben. Die Offenbarung ist ja genau, das ist ja das Fundament. Warum ist er ein Prophet? Warum haben die das nicht gezeigt? Wenn sie schon über seine Seera, über sein Leben berichten, ja, wo ist das mit der Offenbarung? Wir wollen doch wissen, warum er ein Prophet ist. Zeig doch mal den Engel, wie er ihn erwürgt hat. Und genau das wäre problematisch, weil viele denken, warte mal, der Engel, jetzt stellt dir mal vor, bitte an alle 500 Leute, ne? Stellt euch mal vor, die zeigen jetzt diese Stelle in dem Film, ein Engel, der ja angeblich, er muss ja friedlich aussehen, ne? Aber packt ihn so. Stellt euch jetzt mal vor, er ist da und packt ihn so. Wie würde das aussehen? Jeder hätte doch gesagt, hä? Papa, Mama, warum macht er das? Ein Enkel kommt doch, hä, wie? Bruder, wie sieht das aus im Film, wenn er ihn wirkt? Ist er ein MMA-Kampf oder wie? Schlomo Flex, haben die in dem Film gezeigt, dass nachdem Mohammed, Schlomo. Du bist nicht normal. Sorry, Bruder, ja. Schlomo Fleck, haben die in dem Film gezeigt, dass nachdem Mohammed Jibril getroffen hat, dass er auf Berg gegangen ist und sich umbringen wollte, haben die das gezeigt? Natürlich Nein, nicht. Ich glaube, das haben die auch nicht gezeigt. Dass er Selbstmord machen wollte, haben die nicht gezeigt. Nein. So, Mann. Bruder, die zeigen sowas nicht. Leute, guck mal, ich sag's nochmal wegen Flex. Flex tut hier, das ist eine Aufklärung, die der Bruder macht, ja. Er macht es jeden Tag für euch. Er ist kein Hetzer. Er hat das größte Herz hier in ganz TikTok. Unterstützt den Bruder, folgt ihn. Was Flex macht, ist nur Aufklärung. Er liest nur vor. Genau. Flex liest nur vor. Bitte. Wir wollen auch keine Empfehlungen in irgendwelche Filme. Wir wollen auch keine Empfehlungen.
Also diese Filmempfehlungen von den Kerlen sind ja Bruder, er sagt das doch, ja. Jetzt ganz kurz, Flex, Bruder, jetzt. Er sagt doch, schaut euch den Film an, ne? Okay, yeah. Wenn du doch den Film angeschaut hast, wieso weißt du nicht, wer Aisha ihr Vater ist? Du hast doch den Film angeguckt. Verstehst du? Der hat uns, genau, Leute, da hat Shlomo gerade, was gesagt. Der kennt nicht mal den Vater von Aisha, aber sagt uns, schaut den Film von Mohammed an. Alter, wie stark der war. Das ist wie wenn ich sage, schau den Film von Jesus an, aber sag dir, ja, ich weiß zwar nicht, wer Jesus ist. Ist es Moses? Abraham? Ich weiß, aber schau den Film an auf jeden Fall. Aber schau den Film an, genau. Genau. Wie geht denn das? Wahnsinn. Weißt du, wie heißt das auf Arabisch, wenn ich da frage? Weißt du, das Shlomo? Nochmal? Heißt es Risala, Film? Heißt es? Ich glaube Risala, ja, Risala, richtig. Risala. Ah, Film Risala. Aywa. Die ist sehr, sehr bekannt. Da war sogar ein syrischer Schauspieler. Ja, bitte. Aber das ist Schwachsinn. Das ist falsch. Was, Raphael, Bruder? Was schlimm ist mit dem Kollegen, der über Filme geredet hat? Ja. Yeah. Der hat ganz in den Kommentaren geschrieben. Ich habe ganz geguckt, der schreibt. Ich auch. Ich klär auf. Ich habe Antwort. Haben wir gesehen, Bruder. Er hat's mit der R&B. Sprechen wir mal mit die Schwester. Hack. Ihr Internet, Hack, Bruder, die hat einen Strich, ne? Hack. Hörst du uns, Hack? Ja, sie kommt gleich wieder. Glaube ich, hier ist. Ihr Internet leider. Ja, ihr Internet ist ein bisschen schlecht. Risala, auf jeden Fall, Farah, das ist Risala. Also der Film, ich finde ihn auch sehr problematisch, ich bin ehrlich. Ja, das hab ich auch gesehen, das ist aber Schwachsinn. Das ist falsch. Zu nett auch. Auch zu nett und genau, vieles auch. Ja. Der war ein Schauspieler, ich kenne den Schauspieler alle, der war aus Syrien, die Schauspieler. Genau, aus Syrien habe ich auch gesehen. Hack Islam muss nochmal eine Anfrage schicken, den hole ich sie hoch, das ist gar kein Problem. Ja, genau. Ja, aber so für die Zukunft, Leute, ihr könnt doch nicht irgendwas empfehlen, ja, wie wenn ich sage, Bruder, schau Titanic an, ich weiß aber nicht, wer Rose ist, ich weiß auch nicht, welche Rolle sie spielt, aber schaut auf jeden Fall den Film Titanic an. Ganz kurz an die Brüder und die Geschwister. Ich gebe mal an Shlomo weiter. Shlomo soll mal ein bisschen über das Evangelium Jesus Christus sprechen. Und genau, dann werde ich auch noch mal über den Heiligen Geist sprechen. Ja. Ja. Ich mache jetzt den Shlomo groß, Leute. Seid ihr alle dafür? Dann alle bitte in Christus mal Daumen nach oben. Und die in Adam, wenn ihr es hören wollt, auch Daumen nach oben. Bitte alle Daumen nach oben, die dafür sind. Ne? Bitte alle mal zeigen. Leute, wir sind 500 Leute hier, kommt schon. Ganz kurz, Bruder, ich mach's gleich mit Evangelium, aber vergesst nicht, wir machen noch eine Ansage, ne, offiziell, bei 500 Leute. Okay, ja. Wir machen noch eine Ansage, ne? Du weißt an wen, oder? An wen denn? An Manu. Um Himmels Willen, nein, ist egal. Das ist ja schrecklich, ey. Ja. Aber Leute, du bist doch nicht normal. Ey. Wo ich nochmal was erwähnen wollte, Leute, ich habe meinen YouTube-Channel übrigens und da werde ich die ganzen Debatten oder Dialog werde ich dann posten, beispielsweise auch veröffentlichen. Und genau, wenn ihr Lust habt, dann geht einfach alle auf mein Profil und dann könnt ihr meinen YouTube-Kanal einfach abonnieren. Genau, und wie gesagt, das neue Video, was ich gepostet habe, schaut euch das bis Ende an. Ich bin fest davon überzeugt, ihr lacht euch kaputt, ja. Ja, nichtsdestotrotz muss ich auch noch mal eine Sache erwähnen, Leute. Durch einen bestimmten Landsmann habe ich wahrscheinlich NRW-Verbot. Genau. Richtig. Erwähnt das mal kurz, Bruder, bitte. Erwähnt das mal. Was ging's denn überhaupt? Ich habe wahrscheinlich NRW-Verbot. Ja, ich darf nie wieder NRW betreten, ja. Nichtsdestotrotz, egal was er gesagt hat, ich liebe ihn trotzdem. Genau. Er versteht nicht, was meine Intention ist, weil würde er es verstehen, dann würde er natürlich nicht so denken, wie er denkt. Aber das ist auch egal, er versteht meine Intention nicht. Ich würde für jeden schwarzen Bruder egal wohin fahren, das spielt gar keine Rolle. Aber wie gesagt, das ist wieder so eine ganz andere Geschichte, das passt jetzt gar nicht hier zusammen, aber wie gesagt, ne?
Wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. So, Schlomo, ich mach dich groß, ja, Bruder. Dann kannst du das Evangelium sprechen. Genau. Und dann können wir ein bisschen Remix machen wieder. Genau, ich und Shimon machen das gleich zusammen mit der Bibel, weil wir sind da sehr, sehr gut. Hörst du mich, Shimon, Bruder? Shalom Aleichem. Wir machen das jetzt parallel, Bruder, ich und dann du, okay? Das ist, ich mag es. Kann auch sein, dass wir eventuell, ich weiß nicht, wer das ist, den hole ich mal kurz hoch, Black Panther nennt er sich. Black Panther, Bruder? Nicht, ja. Nicht, dass er von Manu kommt, Bruder. Nein. Alles gut, es macht Spaß. So. Okay. Also, dann redet, mach du, ich bin gleich wieder da. Genau, erstmal Shalom Aleichem, Gottes Segen an alle meine Geschwister und auch Gottes Segen an alle Nicht-Christen. Ich wünsche jedem den Gottes Segen. Ich lese euch was vor, weil der Bruder Flex hat was sehr, sehr Schönes und sehr Interessantes auch gerade gesagt. Wir hassen niemanden. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja, die Bibel sagt ausdrücklich, liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen. Ja? Wer flucht uns? Wer flucht jeden Tag gegen uns? Die Andersgläubigen. Und was machen wir? Wir sagen jedes Mal als Antwort, Gott segne dich. Das müssen wir weiterhin machen, keinen Hass verbreiten. Wir wünschen jeden immer Gottes Segen. Es geht weiter. Segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und es ist wirklich tagtäglich der Fall. Der Bruder Flex, Shimon, ich, Raphael, Mensa werden jeden Tag beleidigt, wir werden jeden Tag bedroht. Und was machen wir? Wir segnen sie trotzdem. Wir beleidigen nicht zurück. So was machen wir nicht, weil wir sind Christen. Wir Christen dürfen niemanden beleidigen. Wir Christen segnen jeden, ob Christ oder nicht Christ. Es geht weiter. Beleidigung und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Söhne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über die Gerechte und Ungerechte. Hier steht eindeutig, dass wir keinen beleidigen dürfen, dass wir jeden segnen müssen. Es geht weiter. Unser Maßstab ist Jesus Christus. Unser Maßstab ist nicht irgendein Mensch, nicht irgendein Prophet, niemand, nur Jesus Christus. Weil er sagt in Offenbarung 22, 13, ich bin das Alpha und das Omega. Das sagt Jesus. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Selig, wer sein Gewand wäscht. Er hat den Anteil am Baum des Lebens. Und er wird durch die Tore in die Stadt eintreten können. Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lügen liebt und tut. Zum Thema Götzendiener möchte ich was dazu sagen. Jeder, egal von welcher Religion, auch wenn er sagt, ich glaube an einen Gott, jeder, der sagt, ich kenne Jahwe nicht, ist ein Götzendiener. Jeder, der an anderen Gott glaubt, außerhalb der Bibel, ist ein Götzendiener. Unser Gott heißt Yahweh. Yeshua al-Masih bedeutet Yahweh rettet. Yeshua bedeutet Yahweh rettet. Man hört es schon aus dem Namen. Yahweh rettet, das ist Jesus Christus. Bruder, jetzt Shimon, du kannst weitermachen und danach kann ich noch was vorlesen, Bruder. Jetzt. Mhm. Shalom, Shalom Aleichem. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es steht geschrieben in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Das sagt der Heilige, Herr Jesus Christus. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirte ist und dem die Schafe... unterbrechen, Bruder Shimon, bevor du dieses Wort weiter fortfährst. Wenn das jetzt Abu Qasim wäre oder die anderen Muslime, ja, würden die sagen, ja, guck mal, Jesus ist ein Hirte, der ist ein Schaf geworden. Ja, bitteschön, ganz reden. Hast du recht, richtig. Mach weiter, Bruder. Katastrophe. Gott segne ihn trotzdem, Bruder. Ja. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirte ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und an ihm, den Schafen, nichts liegt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Was steht denn in Hesekiel 34? In Hesekiel 34, Vers 11 steht drinne, dass Gott
sich den Menschen offenbaren wird, dass er auf die Erde kommen wird und seine Schafe sammeln wird, dass er eine Herde bilden wird und die Herde wird ihm dienen. Die Herde wird ihn kennen und er wird seine Herde kennen. In Johannes Kapitel 1, Vers 24 steht drinne, da sagt der heilige Prophet Johannes der Täufer: Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, bahnt den Weg für unseren Herrn. In Jesaja Kapitel 40, Vers 3 steht drinne. Das ist eine Prophezeiung angelehnt auf Johannes Kapitel 1, Vers 24. Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, bahnt den Weg für unseren Herrn, Herrn großgeschrieben, und Gott, Herrn, unseren Gott. Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der auf die Welt kam und sich uns offenbart hat. Wenn du die Eigenschaften von Jesus mit dem Gott vergleichst, da gibt es keinen Unterschied. Charakterlich, das ist Gott. Richtig. Das ist Gott. Amen. Jesus Christus charakterlich, das ist Gott. Da spricht Gott zu dir. Da spricht, wenn Johannes der Täufer, wenn irgendein Apostel, wer auch immer, mit Jesus gesprochen hat, dann haben sie mit Gott gesprochen. Mit Gott höchstpersönlich. Nicht durch die Blume wie bei einem Propheten. Nein, da haben sie mit Gott höchstpersönlich gesprochen. Da haben sie mit Gott höchstpersönlich gesprochen. Und es steht drinnen in Offenbarung, Kapitel 22 oder 23, Vers 11, glaube ich, dass der Herr Jesus Christus Engel senden wird. Es gebührt nur Gott, Engel zu senden. Jetzt gibt's Unitarier, die sagen, ja, aber was spricht denn dagegen, dass ein Prophet Engel sendet? Ey, willst du mich hier gerade komplett auf den Arm nehmen? Niemand nur kann Engel senden, außer der Allmächtige. Amen. Genau, nur der Allmächtige. Matthäus 24, 31 bestätigt es nochmal, Bruder. Nur der Allmächtige kann Engel senden. Und diese ganzen Jünger von Jesus, Jesus hat sie auserwählt. Jesus sagt, ich habe euch auserwählt. Und gesendet. Gott hat sie auserwählt. Das sind Gesandte Gottes. Das sind Diener. Guck mal, in der Bibel steht nicht Diener Gottes. In der Bibel steht Diener Christi. Warum? Warum nennt sich Paulus Diener Christi und nicht Diener Gottes? Oh, sehr schön. Das ist das Gleiche. Sehr, sehr schön. Das ist das Gleiche. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Richtig. Paulus nennt sich Diener Christi. Das muss man sich mal geben. Ja. Das muss man sich mal geben. Das war es auch nicht von mir, Bruder. Ich lese eine Sache noch vor, Flex, dann kannst du weitermachen, Bruder. Noch eine Sache, es liegt mir im Herzen, weil es viele Muslime hier zuhören. Es liegt mir wirklich im Herzen, bitte, an alle Muslime und an allen, die nicht Muslime sind, vielleicht Interesse haben, hört mir gut zu. Wir wissen alle, dass Mohammed, ein über 50-Jähriger, Aisha geheiratet hat, als sie erst 6 war. Und wir wissen alle, das ist nicht normal. Die Bibel sagt ausdrücklich, ausdrücklich, Matthäus 18, Vers 6 bis 9. Ich lese mal was vor. Sorry, was rede ich gerade? Bruder, vergesse das nicht, das musst du auch lesen. Markus 9, ja. Ja, wickel einen Stein um deinen Hals und schmeiß dich ins Meer. Genau. Markus 9, 42, hört gut zu. Wegen Sünde auch, musst du das wissen, der hat, der Matthäus redet über Sünden, hat gesagt, wenn jemand zum Beispiel in eine Frau sieht, weil er hat mit Zainab Lass mich nur in der Bibel kurz vorlesen. Ich will nur meinen Vortrag weitermachen, dann kannst du gerne reden, Schwester. Ja. Tut mir leid. Genau. Jesus sagt hier eindeutig, wer aber einen der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlenstein um den Hals gelegt wird, ins Meer geworfen würde. Richtig. Das heißt eindeutig, wenn ihr solche kleine Kinder was antut oder zur Sünde führt, ist es besser für ihn. Ja, wenn er einen Mühlenstein um den Hals und ein Meer geworfen wird. Was heißt denn das? Ja? Ein kleines Kind, Bruderherz, der weiß nicht mal, was gut und was böse ist. Richtig. Er weiß nicht, was gut und böse ist. Und wenn dann ihre Eltern sagen, du musst ihn heiraten, weil er ist der Prophet als beispielsweise, ne? Sie hat keine Schuld. Ich sage euch jetzt schon, Aisha hat keine Schuld. Sie wusste nicht, was sie tut. Wer schuldig ist, ist der Prophet und ihre Eltern, die es zugelassen haben. Sie kann nichts dafür. Sie ist unschuldig. Ich weiß, es gefällt jetzt manchen Schiiten wahrscheinlich nicht, wenn ich das sage, weil die hassen sie. Aber ich sage euch, es geht um Haq. Aisha kann nichts dafür. Sie war ein Kind. An dieser Stelle, Bruder.
Weil das hat sehr schön gepasst zu der Bibelstelle. Gott segne euch alle, Bruder. Jetzt kannst du weitermachen. Gott segne euch. Ja, Leute. An die Person da ganz oben, du machst gerade Kaffeepause. Bist du da? Hallo? Okay, Black Panther. Hallo, hallo, hallo. Nein, möchtest nicht reden. Gut, okay. Nicht so schlimm. Genau, Leute. Das war mal wieder ein sehr erfolgreicher Stream. Ich finde, ich merke auch, ich werde auch langsam müde, deswegen bin ich auch so still. Aber ich mache mit euch noch ein bisschen, falls noch jemand da ist. Bruder, ich würde gerne Raphael noch hören. Ich habe ihn heute zu wenig gehört, weil er hat Power, Bruder. Ich liebe, wenn er redet. Raphael, du hast Power, Bruder. Red mal ein bisschen. Jungs, ich bin hier, ich halte mich an Ordnung. Ich will auch gar nicht viel reinreden. Alles gut, ich bin heute gefunden. Sehr seriös. Ich habe heute sehr den Seriösen gemacht. Ich habe mir diesen... Manche Sachen habe ich mir angehört und habe es einfach so stehen gelassen, wie es da ist. Heute seriös gewesen. Ich habe auch wirklich an meine innere Stärke heute gearbeitet. Wirklich. Demut, Bruder, Demut. Du hast Demut. Demut. Du bist ein Christ, Bruder. Du hast gezeigt, du hast Demut. Das so, ist schön. Ich habe mir das hier wirklich angehört. Ich wollte nicht hier reinreden. Ich wollte irgendwo was sagen. Da habe ich gesagt, nee, lass einfach. Weil Jungs, wenn ihr floht, dann lasse ich euch flohen, wenn der Geist Gottes durch euch spricht. Amen, dann lasse ich euch flohen, weißt du? Dann, Alhamdulillah, muss ich nichts sagen. Weil am Ende des Tages geht es nicht darum, dass ich verherrlicht werde, sondern Jesus Christus soll verherrlicht werden. Amen. Und wenn meine Brüder das gerade tun, dann bin ich hier und supporte die und fertig ist. Wisst ihr, Liebe, Bruder, Liebe. Einfach nur Liebe aus deinem Mund, Bruder. Gott segne dich. Weißt du, der eine sagt was, dann muss ich kein Wort sagen. Deswegen bin ich auch heute so ruhig. Ich bin das erste Mal drei, vier Stunden in einem Stream drin, Männer. Glaubt ihr mir? Drei, vier Stunden drin. Ich hab dich noch nie so ruhig gehört, Bruder. Ich hab dich noch nie so ruhig gesehen. Ich höre meinen großen Brüdern zu. Ich lerne dabei. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben gleichzeitig. Deswegen. Und das ist wichtig. Bitte alle zuhören. Raphael hat gerade gesagt, er schreibt sich auf. Bitte, schreibt euch das genauso auf wie Raphael. Er schreibt sich das auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber Raphael ist es nicht so italienischer Name, denke ich mal. Da kommt über. Das weiß ich leider nicht, wie der Name. Raphael ist Italiener aus Ghana. Ich bin aus Ghana. Flex ist maximal müde. Der ist richtig müde. Auf jeden Fall. Aber Leute, ich wollte... Ja, ja weiter. Sagt, nee, ich wollte euch ein bisschen nachfragen wegen Beleuchtungen in Frankfurt. Was sie Frankfurt gemacht haben wegen Ramadan? Was sagt ihr dazu? Schau, das Einzige, was ich dir dazu sagen werde, okay, ja. Ist das. Schau, guck mal, sie haben das in Frankfurt gemacht, sie haben diese Beleuchtung gemacht, etc. Ja, Hack Islam, dann komm hoch. Du darfst auch nicht vergessen, in Frankfurt gibt es sehr viele Muslime, ne? Gibt es sehr viele Muslime. Ich als Christ bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass sie das gemacht haben, ne? Aber am Ende des Tages haben die das gemacht und wir Christen, unser Job sollte einfach sein, das Evangelium zu predigen, die, schaut, wisst ihr das, Jesus Christus die Taten des Teufels exposed hat? Die Bibel sagt, und das Licht, okay, scheint in der Dunkelheit, ne? Und die Dunkelheit ist nicht damit klargekommen. Schaut, wenn du in einen Raum gehst und es ist dunkel, ne? Oder wenn du irgendwo bist und es ist dunkel, in der Dunkelheit kannst du die Taten anderer nicht sehen. Aber sobald Licht in einen Ort reinkommt, ne? Ist die Dunkelheit wurde exposed. Es wurde exposed auf Deutsch. Helft mir mal bitte. Es wurde... Shlomo, Shimon, exposed auf Deutsch. Ja, Bruder. Exposed, offenbart. Exposed auf Deutsch. Es wurde ein anderes Wort für offenbart. Es gibt ein stärkeres Wort. Aufgedeckt, entlarvt. Aufgedeckt, entlarvt, perfekt. Schaut, jedes Mal, wenn Licht in die Dunkelheit kommt, wurde etwas entlarvt. Und unser Job muss es sein, weiterhin das Licht in der Welt zu sein und die Dinge des Teufels zu entlarven. Jedes Mal, wenn ein Christ spricht über das Evangelium und uns aufzeigt,
dass andere Religionen etwas Falsches predigen über Jesus Christus, bist du in dem Moment das Licht in dieser Dunkelheit und diesen Samen, den du siehst, ein anderer wird drauf wässern und eines Tages wird Jesus ihre Herzen öffnen und sie werden gerettet werden. Somit sind diese Streams für uns sehr, sehr wichtig. Diese TikTok-Streams sind sehr, sehr wichtig für uns, weil der eine sieht, der andere wässert und am Ende des Tages gibt es ein Ziel und mein Ziel ist es, dass am Ende des Tages alle Christus finden und herausfinden, dass nur Christus dich in den Himmel bringt. Amen, Bruder, das Amen. Das ist das Richtige für uns alle. Amen. Amen, Amen. Der Bruder, die hat wieder Anfrage also geschickt, hat sie gesagt, ne? Ich merke, dass ich mega müde bin, aber ich will es noch aushalten, weil die Hacke... Genau, Flex. Danke dir, Michael. Flex. Warte, lass mal Hacke fest. Ja. Mach noch ein bisschen aus Prinzip. Ich versuche mein Bestes. Alles gut. Ich merke halt, wenn ich so leise bin, dann merke ich so gerade, dass ich noch extrem müde werde. Aber also, wenn wir jetzt in den Kommentaren fragen würden, Bruder, ob das so... Ich gebe dir einen Tipp, ich steh kurz auf, spring dreimal hoch, du bist wach. Ich meine, sie hört uns nicht. Hack Islam. Wieso höre ich euch nicht? Ja, Bruder, das klappt leider nicht mit dir. Machen wir ja, das nächste Mal. Danika, lass evangelisieren. Ja, wir hören sie nicht. Ah, jetzt, ja? Pakistan? Ja, ja, es kommen Geräusche von dir. Geräusche. Hören Sie uns? Neustarten. Nein, sie hört uns. Raus aus der App und wieder rein. Komplett neu starten. Also, so. Flex, glaub mir, steh auf. Spring dreimal hoch. Du bist wach. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde es so gerne machen, aber ich bin so faul gerade, das zu machen. Der Bruder will einschlafen. Jetzt hast du ihn entblößt hast ihn jetzt. Nee, alles gut. Nein, aber die Atmosphäre. Vielleicht halte ich es noch ein bisschen aus, das geht schon. Ich will auf jeden Fall noch mit euch ins Gebet gehen, aber wie gesagt, jetzt gucken wir mal, ob die Schwester das jetzt hinkriegt. Wenn evangelisieren, genau. Dann ist ja egal. So, letzter Versuch einfach. Hallo, hörst du uns? Hallo? Oh. Hörst du uns? Oh. Oh, es geht. Oh, es geht jetzt, ja. Gottes Segen, Hack Islam. Gottes Segen. Was liegt dir im Herzen, Hack Islam? Flex, wir hatten doch gestern geredet. Genau. Das war heute Morgen, 5 Uhr. Echt jetzt? Das war nicht gestern, es war um 5 Uhr morgens, sogar ich war da. Oh, ja, das war heute, wo wir gesprochen haben, wir beide, ja genau. Ah, okay. Ja, und am Ende waren das doch ganz gute Themen. Es war sogar 5 Uhr morgens, ey, Alter, guck mal, was für kranke Menschen wir sind. Wir sind sogar bis 5 Uhr morgens noch wach. Das ist ungesund. Als hätten wir nichts Besseres zu tun. Bruder, es geht um die Wahrheit, Bruder, deswegen. Es geht um die Wahrheit. Es ist doch schön, über die Religion zu reden. 5 Uhr morgens. Ja, bitteschön, liebe Schwester. Bitteschön. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir stehen geblieben, Flex? Also, wir hatten doch gesagt, wegen der Uhrzeit, dass wir das lieber verschieben. Ja. Ich hatte ein Thema mit dir. Flex hatte auch ein Thema mit dir. Flex, weißt du dein Thema noch? Tatsächlich habe ich es vergessen, aber wenn Hack Islam, falls du mir aufmerksam zuhörst, dann würden alle kurz stumm gehen, wenn du mir natürlich diese Möglichkeit geben, wenn alle kurz stumm gehen würden, ich rede nur kurz mit die Schwester und alle können die Quelle auch mit überprüfen. Hey Elia, wie geht's dir? Ja, Bruder, teilweise gut. Dankeschön. Ist dir? Ja. Mir geht's auch gut, Bruder. Mir geht's auch gut. Ich muss dazu sagen, ich glaube, es kommt einfach wegen der Frau von gestern. Ja. Wir reden auf jeden Fall. Alles gut. Ja. Gut, dann spreche ich nur kurz mit der Schwester. Alle nur ganz gemütlich gestummt und dann. Darf ich jetzt was sagen? Ja, natürlich. Zu einem Kommentar. Jemand hat geschrieben, ist doch Ramadan verboten, mit Kuffar zu reden. Einfach nicht drauf reagieren. Das ist schon satanisch. Das ist ja, ich möchte trotzdem ganz kurz was dazu sagen. Also erstens, beweis mir, dass das haram ist oder verboten ist, weil im Koran steht, dass wir mit den Andersgläubigen oder mit auch den Ahlul Kitab auf schönste Art und Weise sprechen sollen.
Also es ist mir nicht verboten. Wenn du anderer Meinung bist, dann beweist das gerne. Also schon alleine schon zu sagen, ja, mit dieser Kuffar zu reden, das zeigt schon eigentlich, was für Menschen das sind oder was für einer das ist. Das sagt schon alles. Aber wie gesagt, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Alles gut. Schwester, den Adam. Bitte, ich mache zwei Sachen heute nur mit dir, um deine Augen einfach zu öffnen, dass du die Wahrheit erkennst. Okay? Geh mal bitte auf Sure 2, Vers 222. Wir machen das jetzt einfach gemeinsam und dann schauen wir mal. Shlomo, die ganzen Brüder sind auch hier, die hören auch alle zu. Geh mal auf Sure 2, Vers 222 und dann lesen wir das zusammen. Okay, Moment, ich muss kurz den Koran. Kommentar, Moment bitte, kann euch bitte nochmal zeigen, ich muss den, nein, werde ich das. Sure 2, Vers 222. Flex, kann ich kurz was fragen, Bruder? Ja, natürlich, Bruder. Hag Islam, bist du Schiitin oder Sunnitin? Ja, ich hab's aufgeschlagen, Flex. Hag, warte mal, bist du Schiitin oder Sunnitin? Ich glaube, das erkennt man ganz gut an meinem Profilbild, oder? Sie ist Schiitin, Schiitin. Flex. Ja? Uwe, Mami, ask you no question, be okay. Ja, ist kein Problem. Oder? Ich hab's aufgeschlagen. Okay. Ach so, Surat al-Baqarah. Ja, ja, jetzt hab ich verstanden. Okay, Surat 2, Vers 222 hast du offen? Mhm. Okay. Lies uns das mal bitte vor, wenn du möchtest. Also nur, wenn du möchtest. Ja, sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern und kommt ihnen nicht. Okay, stopp. Das passt. So. Rein sind. Allah sagt ganz klipp und klar in diesem Vers, ja, halte dich von der Frau fern, wenn sie eine Monatsblutung hat. Okay, jetzt gehen wir mal zum Beispiel zu den Hadithen. Zum Beispiel bei Sahih al-Bukhari. Bruder, die ist eine Schiitin. Du liest dir umsonst vor, die ist eine Schiitin. Okay, sie nimmt es nicht mal an. Dann gebe ich dir schiitische Quellen, das ist gar kein Problem. Al-Shifa, glaubst du an Al-Shifa? Was soll das sein? Sag mir nichts. Das ist eine schiitische Quelle, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das sollte eine schiitische Quelle sein. Al-Shifa. Kannst du vorab sagen, worauf du hinaus möchtest? Es geht um Hadith. Es geht darum, dass du... Warte, ich lass Elia reden. Alles gut. Warte, Elia. Ja. Nein, ich möchte mit dir reden, Flex. Nein, ich wollte nur, damit du es verstehst, er meint nicht Shifa, er meint Hadith al-Shifa'. Das ist ein Hadith von al-Shifa'. Okay, das ist keine schiitische Quelle, das ist eine sunnitische Quelle, ja? Nein, es ist eine schiitische al-Shifa'. Es ist eine schiitische Quelle. Ja, ich war selber schiitisch. Okay, dann lag ich ja wohl richtig, dann lag ich jetzt nicht falsch. Okay, es geht darum, dass der Prophet in dieser schiitische Quelle sagt, keiner soll, also ich lese es dir vor. I never saw the private part of Allah, also es geht um Aisha, okay? I never saw the private part of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Police be upon him. Ja, nimm's bitte nicht persönlich. Sag das aber bitte nicht. Nicht in meiner Gegenwart, bitte. Okay, ja, alles aber, gut. Aber das ist das eure Botschaft. Ist das Nein, liebe Schwester, laut meiner Aqida hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mit Aisha geheiratet, als sie 9 war. Das kann nicht sein. Doch, oder du, okay. Das ist der Punkt. Aber, also wir können gerne das Thema jetzt machen, aber eigentlich wollte ich gerne mit dir, Flex, über das Christentum sprechen, weil ich hatte ja einige Fragen. Okay, ist kein Problem, denn sprechen wir drüber, ist auch kein Problem. Ja, aber Flex, das ist Thema über Islam, weißt du, was ich meine?
Schwester, also Flex und ich hatten... Entschuldige mich dafür, dass ich unterbreche, aber weißt du, du musst es auch lernen, bitte. Weil so viele Muslime bei arabischen Livestream auch genau, die machen so. Schiss, was ich meine? Die machen immer, und wir haben Themen, Islam, die Vertretung, und jetzt sofort über Christentum. Das geht nicht. Du musst erst mal deine Religion zu wissen, genau was steht drin ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, du hast recht. Das mache ich ja auch parallel. Ich habe aber gestern mit Flex über das Christentum gesprochen, und wir sind da stehen geblieben und wir hatten ausgemacht, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Man kann gerne nächstes Mal. Aber sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, Schwester. Aber weißt du, was du machst? Erstmal, glaub mir, du kannst es über Christentum überhaupt nicht, du hast so viele Fragen stellen. Aber lest doch bitte erstmal die Bibel. Möchte ich trotzdem fragen. Ja, aber du bist, ja, okay, gerne, aber du bist überfordert sehr viel im Kopf. Schiss, was ich meine, erstmal glaub mir das, weil ich kenne das. Die Situation kenne ich das. Aber das wäre sehr gut. Du kannst deine Situation nicht auf mich übertragen, weil vielleicht kann ich das in meinem Kopf besser strukturieren, als du es vielleicht kannst. Und vielleicht kannst du andere Sachen besser handeln, als ich sie handeln kann. Deswegen, mach dir um mich keine Sorgen. Ich weiß, du meinst das lieb, weiß ich zu schätzen, aber ich weiß schon, was ich mache. Danke dir. Ja, okay, gerne. Wie gesagt, ich hoffe, ja. Okay. Also wie gesagt, Flex, du kannst gerne deine Frage zu Ende stellen bezüglich dem Vers. Also eigentlich zu dieser ganzen Geschichte, das ist eigentlich schon ein Desaster. Guck mal, ja, Schlomo? Nix, ich wollte nur sagen, ich gehe runter, Bruder, als Gottes Segen. Warum erzähl was? Nein, los? Nein, du bist auch müde, Bruder, deswegen alles gut. Ich bin mega müde. Bruder, ich beende lieber den Stream. Mir, ein Ratschlag von mir. Warte, Schlummo, bevor du runtergehst. Warte, bitte, warte. Warum lachst du nicht? Lass mich provozieren. Ich finde es auch nicht korrekt, dass lass, wir über Christus lass nicht über sind. Ihr Glauben reden. Lass doch lieber die letzten Minuten einfach kurz predigen, und damit beenden wir alle gemeinsam den Stream. Und dieses Gespräch mit dieser Dame kann man morgen fortführen. Das heißt, Flex, ich merke auch, du bist müde. Genau, in Ruhe. Simon, ich sag ehrlich, in Ruhe. Mach das Gespräch morgen oder so in voller Energie, weil jetzt du bist müde und so. Lass über Evangelium reden oder lass jemand anderes mit dir reden, weil du bist müde. Genau. Ich merke das extrem, Leute. Deswegen seid mir nicht böse, ich bin mega müde. Gut. Ich würde mit euch nochmal das Vaterunser machen. Bruder, lass predigen. Ich bin gerade geladen. Lass mal über das Wort Gottes reden. Aber kleinen Moment, Leute. Ihr könnt euch gerne so machen, Kriegs, alles Tipp geben. Ich weiß nicht, ich bin noch. Ich meinte, du kannst so machen, zum Beispiel nicht so zweimal in der Woche oder dass du nur über Christentum nachfragen, so Livestream machen, verstehst du? Oder die letzten 2 Stunden über Christentum nur, weißt du, was ich meine? Das wird besser so aus, weil wir sind anderen Themen und jetzt, reden wir sofort über Christentum. Das finde ich auch. Ich weiß nicht, das wird sehr viel durcheinander. Nein, durcheinander mit der Begründung. Weil die Thema, weißt du, was ich meine? Die Thema, wir haben jetzt ehrlich die Thema, die suchen wir was Thema und dann fragen sofort über Christentum. Verstehst du, was ich meine? Ich habe das aber gar nicht böse gemeint. Wie gesagt, also Flex und ich sind gestern so. Bitte. Wir sind gestern das so. Ist doch, das verblieben das ist und doch er hat mich ja also auch Leute, eingeladen. Wirklich, das ist sie doch überflüssig. Das Fahrer. Ist maximal überflüssig, was sie macht. Ja, Fahrer, Bruder Flex ist auch müde. Fahrer kann berücksichtigen. Aber er hat mich doch selber eingeladen. Simon. Sie waren ja kurz vom Ende. Alles gut. Sie waren ja alles kurz vom Ende, das ist auch nicht böse gemeint. Das Gespräch kann man ja immer nachholen. Hauptsache, wir verlassen den Stream mit einer schönen Predigt. Verstehst du? Simon, eine Sache kann ich zu Hack sagen. Also die hatten gestern wirklich ein Gespräch, die beiden und so, die haben über Christentum etc. geredet. Und dieses Gespräch davon
Also wenn Hack ihm jetzt Fragen stellt über Christentum und so, das verstehe ich alles etc. Aber jetzt... Oder wisst ihr was? Bleibt drinne. Ich versuche mal mit kaltem Wasser mein Gesicht noch gleich abzuwerfen. Ich versuche mein Bestes. Ich komme gleich. Der will heute 500.000 Likes knacken. Warte mal, Bruder, Kamille, Orinkamel, Bruder, trink einfach, das hilft. Also solange er weg ist, solange er weg ist, ganz kurz und knapp, bevor wir hier die ganze Zeit überflüssig reden, das ist gar nicht mein Ding, ich will nur Fakten auf den Tisch. Warum glauben wir an die Bibel? Ganz einfach, wir glauben an die Schriften der Juden, wir glauben an die Tora, wir glauben an das Alte Testament, an die hebräische Bibel und wir glauben an das erfüllte Testament. Wieso glauben wir daran? Weil wir sagen, Gottes Wort ist nicht verfälschbar. Wer Gottes Wort als verfälschbar sieht, der Fluch soll ihn treffen. Der Fluch soll diesen Menschen treffen. Wer sagt, Gottes Wort ist verfälschbar? Wir glauben an Musa, a.s., wir glauben an alle Propheten, die kamen, außer einen, angebliche Propheten. Aber wir glauben nicht an ihn, weil die Botschaft ist vollendet, die Botschaft ist vollkommen. Wir müssen nicht an jemanden glauben, wenn die Botschaft vollkommen ist. Christus ging ans Kreuz. Er ging ans Kreuz für was? Weil er uns liebt. Denn es steht geschrieben, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Aber ein V-Mann, ein bezahlter Hirte, der läuft vor den Wölfen weg. Richtig. Und das ist der gewaltige Unterschied. Wir haben den lebendigen Gott und genau das macht am meisten Sinn, dass der Herr, dass der Schöpfer dieser Erde sich uns offenbart hat in menschlicher Natur. Genau das macht doch am meisten Sinn. Genau das macht am meisten Sinn. Das macht am meisten Sinn. Jetzt schreibt dir zum Beispiel ein Ungläubiger, ein Mensch soll für dich sterben. Mein Lieber, da merkt man, dass du keine Ahnung von der biblischen Theologie und Mystik hast. Es hat alles mit einem Mensch angefangen und es wird mit einem Menschen beendet. Amen. Es hat mit einem Menschen angefangen und es wird mit einem Menschen beendet. Man nennt Jesus Christus nicht umsonst den zweiten Adam. Den zweiten Adam, was redet ihr da? Das sind immer diese Ungläubigen, die irgendwelche Verse sich rauspicken aus dem Internet und sagen, ey, hör mal zu Bibel, Widerspruch, Leute, ey, dies und das. Ganz kurz. Leute, ich habe was gefunden. Oha, ganz kurz, das ist eine Bombe. Ja. Das ist eine Lüge. Weißt du, bei guck mal, da gibt's Hubs und Wash. Das ist das gleiche Eier. Verstehst du, 34? Das steht überhaupt nicht komplett falsch. Komplett ganz anders. Farah. Darüber können wir morgen sprechen. Ich möchte nur das Vaterunser noch sagen, noch für uns alle. Und dann muss ich auf jeden Fall mich hinlegen, weil ich merke, ich kann nichts mehr aufnehmen gerade. Ich spüre das einfach, ich merke das. Also reden wir morgen, Flex, richtig? Ja, wir reden morgen auf jeden Fall. Okay, kein Problem. Ja, okay. Weil ich merke auch, ich bin extrem müde. Ich pack das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Deswegen, Leute, einmal das Vaterunser machen wir zusammen. Wer soll aufsagen? Soll ich das machen oder wer von euch macht das? Ich glaube, Shimon hat sehr, sehr viel Feuer im Blut, Bruder. Shimon. Shimon. Eine Predigt beenden, weil man eine Eier gefunden hat, die gar nichts gerade mit dem Thema, also sorry, Fahrer ist nicht böse gemeint, aber das ist unterste Schublade. Wenn jemand am Predigen ist. Alles gut, die Schwester wollte uns nur was zeigen, alles gut. Alles gut, ich halte mich zu. Mach, Bruder, mach einfach das Vater unser, Bruder. Ich meine, das wer soll das Vater unser? Alles gut, Bruder. Mach Vater unser, Shimon. Du hast Feuer im Blut. Shimon oder Shlomo oder ich? Nein, der Shimon, der hat Feuer. Der will die ganze Zeit auspacken, ich merk's. Der tritt durch sonst. Shimon. Nein, ich leg mich jetzt schlafen. Mach doch, Bruder, du wolltest doch die ganze predigen. Ja, Shimon, Bruder. Guck, alle schreiben Shimon, Bruder, mach doch jetzt. Ja, also komm, Shimon, dann mach du, wenn alle deinen Namen schon, Shimon. Ah, ja, dann mache ich das. Alles gut. Machen, Bruder. Nochmal was? Soll ich das machen, das Vaterunser sagen? Wenn du es machen möchtest. Alles gut, ich mach's. Bitte alle zuhören. Okay, alles klar. Ich mach's jetzt ganz, ganz leise. Beziehungsweise ganz langsam. Auch für Hakis Islam, damit sie das auch hört. Und auch an alle Nichtchristen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Sehr, sehr schön gesagt. Und Leute, wirklich vielen, vielen Dank für die Likes, Leute. Wir haben heute fast 300.000 Likes erreicht. Vielen, vielen Dank. Ich mache nochmal eine kleine Werbung, Leute, nochmal an meinen YouTube-Channel, Leute. Alle auf mein Profil gehen, alle abonnieren, der halt, wenn ihr Lust habt. Ich kann schon fast nichts mehr aufnehmen. Ich bin so müde, Leute. Das ist nicht normal. Ich muss auf jeden Fall mich hinlegen. Nochmal, vielen, vielen Dank, Leute, wie gesagt, für die Likes und nicht vergessen, abonnieren, liken und das Video habe ich nochmal was hinzugefügt, einfach bis Ende anschauen und dann, Leute, kann ich nur eine Sache sagen, ich bedanke mich für den Stream heute, dass ihr alle da wart und ja, für eure Unterstützung an die Supporter, vielen, vielen Dank, soll euch Gott wirklich bereichern. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Nacht und ich hoffe, ihr geht jetzt auch schlafen und hängt jetzt nicht weiter in TikTok. Genau, Leute. Ich küsse genau, der Herzen. Frieden sei mit euch. Der Frieden genau, sei der mit euch. Du bist noch da, Shimon. Ich dachte, du bist eingeschlafen, Bruder. Ich will nur eine letzte Sache. Mach, Habibi. Wenn man anfängt, und das sage ich jetzt an jeden Christen, wenn man anfängt, über den Herrn zu predigen, dann wollen meine Ohren nichts außerhalb hören, sondern ein eiskalter Blick auf den Herrn, auf die Herrlichkeit. Nicht nach links, nicht nach rechts. Das soll ein Tunnelblick auf den Herrn sein. Das ist nur an die Christen gerichtet gerade. Nicht reinreden oder ein Thema wechseln. Der Herr ist das Wichtigste, er ist unser Sinn des Lebens. Von mir aus rede 7 Stunden über den Herrn und ich höre dir zu. Aber lasse nicht zu, dass jemand reinredet. Das sind wie Steine in den Raum werfen und das möchte niemand. Wir möchten nur die Tür öffnen, damit das Licht hineinscheint. Hm. Und keine Feuerlawine. Das war's. Das war's. Amen. Amen, Bruder. Amen. Amen. Schlusswort, Flex. Mhm. Gute Nacht, auch von Gottes Segen. Mach das Schlusswort, Bruder. Elia, willst du noch ein Schlusswort sagen? Möge der Herr euch allen segnen, auch die Ungläubigen. Also, gute Nacht an alle. Jesus liebt euch. Möge der Herr mit euch sein. Amen. Der Frieden sei mit uns allen. Amen. Amen. Also an alle, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank. Und nicht vergessen, Leute, auf Profil gehen, abonnieren. Ja, in YouTube-Channel abonnieren. Ich küsse eure Herzen, Leute. Genau. Und bis morgen, Leute. Ne? Morgen streamen wir dann Mittag und sehen wir uns, Leute. Ne? Gott segne dich, Hakris Islam. Ja. Dich auch. Also, Gottes Segen. Ciao. Ja? Ja? Bis morgen, habe ich gesagt. Ach so, ja, bis morgen. Bis morgen. Und dann können wir auch gerne den Vers besprechen, den du angesprochen hattest. Ist kein Problem. Wenn du fitter bist. Ja, ja, aber ich merke, ich bin mega müde. Ja. Alles klar, gut, dann bis morgen Mittag einfach, falls du Mittag da bist, ne? Abends passt das besser. Okay, dann abends, ist auch kein Problem. Okay, bis dann, gute Nacht und auch gute Nacht an alle anderen. Ja, gute Nacht dir auch, alles klar. Danke. Okay, ciao, ciao. Und an alle nochmal einmal ein Herzchen für Jesus Christus, Leute, und dann bin ich auch weg. Alle mal viral, ja, Herzchen für Jesus Christus einmal in den Chat und dann bin ich auch weg, Leute, ne? Ich küsse eure Herzen. Ne? I love you guys. Love goes out. Fühlt euch alle gedrückt. Und an die ganzen Supporter, ich küsse doch eure Herzen. Ne? Vielen, vielen Dank, Leute. Also, Leute, ich würde gerne lächeln, aber ich bin verdammt müde. Also, ich gehe jetzt mal ohne Lächeln heute mal raus hier. Ne? Also, Leute, ciao, ciao.